können sie im Kopf nicken. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hochkultur-Podcast. Mein Gast heute ist so Hochkultur, dass ich ihn eigentlich nicht vorstellen müsste. Trotzdem kriegt er eine fette Vorstellung von mir. Pass auf, Max. Er ist ein Dichter, ein Denker, ein Rapper, ein Sänger, ein Songwriter, ein Produzent, ein Poet. Er ist ein Bandleader, ein Trendsetter, ein Talentförderer. Meiner Meinung nach der erste Mensch, der deutschen Rap mit einer Liveband in Groove gebracht hat. Und meiner Wahrnehmung nach der erste Deutsch-Rap-Frauenschwarm. Er ist ein waschechter Stuttgarter 0711er, aber hat sich mal in einem Song den König von Prenzlauer Berg genannt, wohnt in Berlin. Und er ist heute Abend hier, meine Damen und Herren, Max Herre in the motherfucking house. Thank you, thanks for having me. Lovely. Yeah, lovely. Schön, dass du hier bist. Oh, jetzt muss ich vielen schon Dank, Wahnsinn. Nach dem, Vorstellung, das geht mir runter wie Öl. Auf jeden Fall. Ich bin gewachsen gerade um 2 Meter in der Vorstellung. Ja gut, dann ist wahrscheinlich gut, dass das einzige quasi Superlativ, was ich jetzt vergessen hatte zu erwähnen, nachdem ich gesagt habe, er hat sich selber der König von Prenzlauer Berg genannt, wollte ich sagen, und die Bravo hat ihn mal den Jesus von Benstown genannt. Aber es ist vielleicht gut, dass ich das da rausgelassen habe. Ich war, Jesus für Jesus. tatsächlich, eine Misskonzeption ist, ich habe mich nicht King von Prenzlauer Berg genannt, sondern es ging um das Typen, die da hinziehen. Aber es war witzig, weil es wurde genauso wahrgenommen, als hätte ich gesagt, so, ich bin jetzt der neue King hier im Prenzlauer Berg. Das haben mir die Jungs von Ostblock damals sehr übel genommen. Es war auch wahrscheinlich irgendwie, du warst ja auch nicht hauptsächlich für Humor und Zynik so bekannt irgendwie. Es war, glaube ich, auch einer deiner, also wo der Aufhänger vom Song schon super sarkastisch war, was ja sonst nicht so oft bei deinen Songs passiert. Absolut, oder? Und vielleicht war es deshalb doppelt schwierig zu verstehen, dass ich nicht mich da verhandle, sondern es um diese Grafikdesigner aus Stuttgart gegen die in Prenzlauer Berg gezogen sind und sich da zu den Kings aufgeschwungen haben. Ey, ich habe, glaube ich, das letzte Konzert gesehen, bevor ihr die Tour abbrechen musstet. Berlin, war das letzte Konzert? Genau. Von deiner aktuellen Tour Athen. Es war ein unglaublich krasses Konzert. Es war auf jeden Fall für mich voll interessant, weil deine ganze Karriere, du auf der Bühne im Freundeskreis-Kontext und auch danach als Max Herre und im Unplugged-Kontext super oft so der Showmaster warst. Natürlich schon der rote Faden, der am meisten gerappt hat, der am meisten gesungen hat, aber trotzdem bestand die Show immer aus super vielen Gästen und das war irgendwie so dein Ding, was du in Deutschland, also fand ich, hat keiner vor dir so gemacht. Mhm. Höchstens dann ich beim Unplugged oder weißt du, wenn sich dann alles mal angesammelt hat, aber du hast eigentlich von Anfang an immer diese Plattform gehabt, so okay, ich bin der Hauptprotagonist, alles ist so, diese Band, das ist mein Ding so, aber trotzdem ist da dieser Freundeskreis oder FK Allstars oder so um dich drum. So das, woher, genau, und jetzt war es das erste Mal, dass ich dich so richtig, du kommst auf die Bühne, bam, rappst einfach die Show durch. So. Ja. Und woher kam dieser Flash zu dem Album? Also das Album A hat es hergegeben, das mal so zu machen. Ich hatte zwischendurch ja 2 Neuen meine Singer-Songwriter-Platte, wo auch eben genau es darum ging, das so zu reduzieren und zu sagen, was ist eigentlich meine Geschichte und was passiert eigentlich, wenn ich wirklich als Performer und als diese Person im Mittelpunkt dastehe. Stimmt, ich glaube, da zu der Platte habe ich da war es nicht da, genau. Und jetzt war es so, ich habe mir kurz überlegt, wie löse ich das auf, weil ich wollte natürlich auch alte Sachen spielen und wie viel Band brauche ich auf der Bühne und wer kann auch die Gesangsparts machen, die sind eigentlich so das Wesentliche. Rachel. Genau, und dadurch, dass Rachel da war, hat sie einfach wirklich Sophie Hunger, Joyce Parts und alles in Bravour machen können. Das ist natürlich total wichtig und nicht zu unterschätzen und trotzdem war für mich auch wichtig, so ein bisschen dieser Platte Rechnung zu tragen, die sehr persönlich ist und die sehr gemünzt ist auf Emotionen, auf auch meine Geschichte und nochmal einen anderen Teil meiner Biografie, den ich bisher nicht so gehoben hatte. Und natürlich auch, ich habe mir natürlich auch Kendrick-Shows und sowas angeguckt und gemerkt, okay, da liegt schon auch eine Kraft darin, zu sagen, da ist ein Protagonist, es gibt den Sidekick nicht mehr, den klassischen, der so eine Distraction auch schaffen kann. Ja. Auf der einen Seite natürlich dieses Hin und Zurück und das Miteinander, auf der anderen Seite eben aber auch eine Ablenkung von dem, was sozusagen wirklich transportiert werden soll an Story. Cool. Und da war Kendrick, so die Kendrick-Show zur Damn-Platte war für mich schon so nochmal so ein Fingerzeig, wo ich gesagt habe, okay, es gibt diesen einen Typen, der steht auf einer Fläche, die ist 400 Quadratmeter groß und der füllt die einfach aus das mit seiner Persona. Bei ihm finde ich es auch, weil er hat ja auch nicht wie wir jetzt so die 20 Jahre
Bühnenhistory. Ich fand den, weißt du, ab dem Moment, wo er bei diesen Award-Shows und dieser großen Plattform aufgetreten ist, war der einfach so ein Weltklasse-Performer. Und unglaublich gut. Mega. Und das war mir ein bisschen zu viel. Ja. Dieses Kendrick, ich habe diese Show gesehen, wo er die Band auch dabei hatte, aber sie eigentlich in den Bühnengraben verbannt hatte. Ja. Also nicht mal vor die Bühne, sondern rechts von der Bühne, wo bei uns die Technik nochmal steht und der Monitormann. Und das war mir dann auch ein bisschen zu wenig, weil ich natürlich schon diese Interaktion mag. Und für mich ist natürlich das Musikmachen miteinander. Und jetzt, ich habe immer wieder auch die Gitarre umhängen oder stehe mal kurz am Keyboard, weil ich einfach das total, für mich total wichtig wäre, ein Teil dieses Organismus zu sein. Auch und du kannst es ja auch. Also wenn ich kann es, sagen wir mal, so, dass ich es machen kann, ohne dabei. Und das bedeutet mir total viel. Und eben auch, dass man die Bühne, man kann sie sehr konzentrieren, sozusagen auf den Protagonisten, auf mich vorne. Man kann eben aber auch durch Licht plötzlich so ein Community-Ding draus machen und was draus machen, was wirklich Interaktion ist und wo man sagt, man spürt gerade, dass da was miteinander passiert, was auch situativ ist. Voll, war mega umgesetzt, auf jeden Fall auch echt die Lichtstimmung und alles. Und Admiralspalast hieß die Location, Und da war ich auch noch nie drin vorher und wir saßen noch so oben auf dem Rang so und einfach gediegen, ne? Und auch einfach so das war jetzt das Konzept. Der Platte und dem Alter gerecht. Ja. Also war schon irgendwie interessant so zu sehen, denn weil sobald alle sitzen, ist ja auch jeder, der mal aufsteht, so ein bisschen so ein Störenfried, obwohl das natürlich genau die Reaktion ist, die du willst, so hast du ja auch gesagt. Das war das Experiment, so ein bisschen Apollo. Also wir haben alle Shows bestuhlt gespielt. Was für eine Rap-Show natürlich erstmal, wo man denkt, okay, geht das? Es geht natürlich in dieser Show auch darum, dass man sagt, es gibt so eine Konzentration am Anfang und ich wollte eigentlich eher so, warum ich das bestuhlt machen wollte, weil ich super viel Visuals habe für diese Platte. Wir haben ja den Kurzfilm gedreht dazu und ich wollte eher so ein Kino und eher so einen Stummfilm. So eine Stummfilmstimmung erstmal erzeugen. Also Leute kommen, sitzen da und der Film geht los. Ja. Ich komme auf die Bühne, Athen läuft im Hintergrund, die Bilder und ich performe das. Und das ist so, war für mich so die Basis für diese Show. Und dann ist natürlich trotzdem wichtig, dass nach dem zweiten, dritten Song die Leute einfach Lust haben zu tanzen und aufzustehen. Hat geklappt, ne? Aber und es ist dann immer einfach so, es ist immer das Spiel jeden Abend. Jeder guckt, klar, traut sich der andere. Genau. Und in Berlin dauert es dann den halben Song länger als in Hamburg und in Kiel dauert es irgendwie mal 4 Songs und man denkt so, ey, jetzt habt ihr das eigentlich verpasst, gerade eure Chance. So. Aber es war ein Experiment, aber für mich ist es auch aufgegangen, weil es umgekehrt ist. Die Platte hat halt nicht so viele Turn-Up-Momente oder viele Tempo-Momente und es wäre für mich dann eher schwierig gewesen. Also ich glaube, die Leute hätten die Show als langsam empfunden und als tragend, elegisch, wenn ich sie im Stehen gespielt hätte. Ne? Und dadurch, dass sie im Sitzen spielt, wirkt sie trotzdem wie eine energetische Show, weil man die immer wieder diese Tanzmomente hat. Ja. Ja, es war echt krass. Also auch gerade der erste Song, wie heißt der, mit dem Seitenstreifen? Athen. Das ist der Athen-Song. Genau. Das einfach war auch in der Live-Version super lang, ne? Oder gefühlt irgendwie. War der so lang, ewig, aber nicht zu lang. Irgendwie, es war so, es hat dann, irgendwann kam dann nochmal der Refrain und es war so, wow, krass, wir sind noch immer in diesem Film und es hat funktioniert. Ich habe das Album sehr gefeiert, als ich es dann als Ganzes gehört hatte. Irgendwie, ich fand so die Hinleitung, aber auch aus Erwartungshaltung raus, weil man immer irgendwie so drauf wartet, so okay, vielleicht da kommt so der Warm-up und dann kommt dabei jetzt auch so der Ultimate-Hit, den jeder versteht. Und das war irgendwie nicht so, fand ich. Und dann kam aber das Album und dann habe ich wirklich so ein paar Tage richtig viel gehört und einfach so viel da drin gefunden. Und der rote Faden auch im Artwork ist ja, dass dein Dad diese ganzen Fotos gemacht hat, oder? Also, oder die genau hinten dann, da wo die Texte anfangen. Ja. Also ich habe ein Fotobuch gemacht, praktisch als Vinyl, Doppelvinyl, mit 42 Seiten Fotobuch. Und wir sind nach Athen gefahren mit Robbie Lawrence, das ist so ein schottischer Reisefotograf eigentlich. Und mit dem bin ich eigentlich so das Athen abgelaufen, das ich kenne aus der Zeit. Aber die Story von deinem Vater ist so, ihr seid da früher, das war so euer Urlaubsort oder woher kommt diese... Genau, ne, mein Vater hat gelebt. Vorher war mir nie klar, weißt du, das war eben vorher so, was Max, also war was immer so, ich damit zu tun? Wenn du ein Album, wenn du es Tel Aviv genannt hättest, weißt du, direkt für mich so, ach so, ja klar, und jetzt erzählt er so diese jüdische Sache, knüpft da an, wo er bei dem Berlin ist, Tel Aviv war, bei dem Album oder so, aber Athen war so für mich das so, hä, ist der Grieche, was ist das? Tatsächlich, ich war in Tel Aviv, um irgendwie das Album anzufangen zu schreiben und in Tel Aviv ist Athen entstanden. Ah, okay. Und plötzlich habe ich gemerkt,
Okay, es geht, also es war wieder genau die Suche und ich war davor schon in Tel Aviv gewesen, weil es gibt Familienbezüge. Genau. Können wir auch nachher noch drauf eingehen. Aber plötzlich habe ich gemerkt, okay, eigentlich alles, also der Kosmos oder aus dem sich ganz viel speist in meinem Leben, der ist eigentlich eher Athen oder dieser Sehnsuchtsort oder dieser Ort, zumindest diese Klammer, über die ich total viel verhandeln kann, die ist viel mehr Athen. Okay. Und das hat damit zu tun, dass mein Vater da gelebt hat, ein paar Jahre. Bevor ihr geboren wart, oder? Nee, während wir geboren, also ich war in meinen Teenage-Jahren schon und dann ist er, als ich 16 war oder so, ist er da hingezogen für ein paar Jahre. Okay. Und wir waren einfach da. Wir waren ab 1980, da war ich so, da war ich 7. Das war so das erste Mal, dass wir da waren. Und mein Vater fing an, da zu arbeiten und ging aber dann immer hin und zurück. Und dann ab Ende der 80er Jahre hat er da gelebt. Was und hat er gearbeitet? Der war Architekt und hat Sportarchitektur gemacht und die wollten die Olympiade haben. Und er hat für die Olympiade da gearbeitet. Auf dem Ground auch, wo dann dieses ganze olympische Gelände entstanden ist. Und als Kind haben wir auch gelebt in diesen, was dann später die Sportlerunterkünfte wurden. Da war das Büro drin und wir waren da und haben halt immer, eigentlich so ab 1980 eigentlich waren wir ein paar Mal im Jahr da gefühlt und haben ihn besucht. Dann, als er dann fortwährend da war, waren wir natürlich öfters da, weil er hatte eine Wohnung in Athen, unweit von diesem olympischen Site. Turkuvunia heißt der Hügel, an dem er da wohnte. Und das ist ja so ein großer Teil, also ein Teil so meiner Kindheitserinnerung, aber natürlich auch ein Teil der Erinnerung sozusagen an das Leben mit meinem Vater, aber auch die Zeit, in der er nicht da war. Und irgendwie ist das so hochgespült mit der Platte. Keine Ahnung, ich habe einfach Vaterschaft. Dann hattest du auch so dieses Wort einfach irgendwann so Athen und dann hast du, also hat das Wort dir gesagt, so dieses Thema gibt genug Nährboden, oder war es so das Thema, wie hieß das Thema in deinem Kopf vorher, bevor das Wort Athen hieß sozusagen? Ja, also ich hatte erst gar kein Thema, sondern ich bin nach Tel Aviv und ich hatte tonnenweise Musik gemacht mit Samon und mit Roberto, Kaedi, wie immer. Ich weiß. Und es war eigentlich zuerst so, dass wir ganz anders auch waren musikalisch. Also ich hatte so 2015 angefangen und habe mich sehr für Jazz wieder interessiert, Spiritual Jazz Sachen, Ethio Jazz Sachen. Ich war dann in Äthiopien gewesen mit Wirkon Akba und hatte davor mit Mulatto Astatke was aufgenommen, weil ich ein riesen Fan war von diesem Sound. Das ist ja auch so Wu-Tang-mäßig alles. Und hatte eine Jazzphase gehabt, so meine erste große Jazzphase eigentlich so mit 17, 18, als Mo Better Blues kam und Down by Law. Und ich hatte Anzüge an von meinem Vater und habe mir eine Posaune gekauft und wollte eigentlich so und habe filterlose Zigaretten geraucht und bin in Jazzclubs gegangen und wollte eigentlich so Jazzmusiker sein. Oh. Und diese das Mo ist Better so, Blues, der Theme, dieses. Das war so, ja, und dann so Washington und diese ganze Hipness da und diese Typen einfach und diese Szene. Es war für mich so als 19-Jähriger war das Ding und wir waren wirklich nur in Jazzclubs und auf Jazzfestivals. Stuttgart hatte auch eben so einen Nährboden für das. Genau, für das es gab eine große Jazzszene und es gab vor allem zwei große Festivals, damals vor allem die Oster-Jazz-Tage, da haben auch alle gespielt. Also und das andere Jazzfestival, da haben wir doch auch mal gespielt. Jazz Open, genau. Das kam dann ein bisschen später und hat dann so einen weltweiten Namen auch bekommen. Da habe ich einmal mit dir gespielt und einmal, glaube ich, als Gast bei Beyond Delay. Genau, das ist ein Riesending inzwischen. Aber es gab immer diese Jazzszene und die guten Musiker waren immer Jazzmusiker. Und ich habe ja früh angefangen, wie du es auch anmoderiert hast, mit Live-Musikern zu spielen. Und es waren eigentlich immer Leute, die aus dem Jazz kamen. So. Aber zurückzukommen, also es gab eigentlich keinen Titel. Ich bin nach Tel Aviv gefahren, irgendwann, als ich diese Tonnen an Musik hatte, vor allem so sperrige Jazzmusik, auf die man nicht texten kann, also sei denn man ist Gil Scott Heron oder Lost Poets oder so. Und habe eine Woche Maxim eingeladen, ein Singer-Songwriter aus Köln, inzwischen in Bonn, den ich sehr schätze als Lyricist, als Musiker, als Texter, aber auch wirklich als so einen Poeten. Und eine Woche im Januar, also es war Dezember 2015 auf 16 und 16 auf 17 und dann habe ich im Januar, ich war insgesamt glaube ich 7 Wochen da oder so, habe ich nochmal Tua eingeladen. Und dann mit Tua ist eigentlich diese Athen-Story entstanden. Ich hatte eine Skizze mit 5 km/h auf der Autobahn, hieß es damals noch, auf so ein Ding und hatte auch schon ein bisschen Text und es war aber irgendwie relativ unkonkret, so gute Lines, aber noch nicht so, es hatte eben noch nicht so ein Ziel. Und
das war total interessant mit Tour, weil er dann gefragt hat, sag mal, um was geht's da eigentlich? Um wen geht's da genau? Und dann wurde da ein Gespräch draus. Und dann, gut, ne? Genau. Und dann hat er einfach so aufgebrochen und plötzlich habe ich ihm einfach ganz konkret erzählt. Von einer Freundin, die ich hatte, halb Griechin, auch in Stuttgart geboren, die ich in Berlin kennengelernt hatte, die Künstlerin war, für die Athen so der Ort war, die ich kennenlernte, die gesagt hat, ey, lass uns doch alles, lass uns doch durchbrennen. So. Und das ist letztlich die Geschichte, die da drauf ist. Und dann, dadurch war irgendwie Athen so geboren als Song, aber eben auch als Fluchtpunkt. Und plötzlich habe ich gemerkt, ey krass, da gibt es so viele Geschichten. So, und war dein Vater so ein elementarer roter Faden, auch jetzt durch dieses Ding oder quasi, was ist er so, ja. der Dann irgendwann, ja, also es ist ja oft so, du kennst es ja auch, dass man anfängt, was zu machen und erstmal sucht man so in ganz vielen Ecken und forscht so und plötzlich merkt man, da gibt es so ein Thema oder ein Sound vielleicht manchmal auch nur, so da gibt es mehr für einen zu holen. Und plötzlich entstehen 3-4 Songs, die sozusagen eigentlich einen total. Komplex aufmachen. Hatte ich auch. Es ist, ja, oft. Also da, ich bin eben auch so, am Ende fühlen sich die Sachen manchmal so an, als wäre das irgendwie von Anfang an konzipiert, aber meistens ist es, oder eigentlich immer ist es so, dass ich eine Wegstrecke gehen muss und dann merke ich, okay, es gibt was, das drängt sich irgendwie mehr auf als alles andere und daraus speist sich dann irgendwie total. Mehr Musik, mehr Texte und irgendwie auch so ein Überthema. Und so war es diesmal auch. Als ich gemerkt habe, als ich Athen den Song hatte und gemerkt habe, okay, da gibt es zu graben, habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie, also mein Vater war da viele Jahre, es war für mich so der Ort, an den ich mich gesehnt habe als 18-, 19-Jähriger, als ich irgendwie fast zum dritten Mal durchgefallen bin, 11. Klasse und dachte, ja. Ey, fuck, ich will eigentlich zu meinem Vater nach Athen, so ein Streber. Deutsche Schule, ich will eigentlich dahin, so, das ist die einzige Möglichkeit für mich irgendwie, wenn ich Abi machen will, das überhaupt noch hinzukriegen. Oder Geschichten von meinem, der Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter ist in Athen geboren, zum Beispiel. Also auch nochmal so ein Bezug und war da als Kind, musste dann die ganzen deutschen Kinder, als die Nazis kamen, dann in den 40er Jahren, wurden die deutschen Kinder alle heim ins Reich geholt, so hieß es. Und er gehörte da auch dazu. Und die Idee war für zweisprachige Kinder in Europa, dass man die auf so Diplomatenschulen geschickt hat, um sie auszubilden als Diplomaten für die Nazis. So. Und er musste auf so eine Schule dann. Und ist dann in den 60er Jahren, also der älteste Bruder meiner Mutter, zurück nach Athen, genau in die Zeit rein, als da Militärjunta war und war am Goethe-Institut und hat dann mit ganz vielen so griechischen Künstlern, Autoren gearbeitet und so weiter, die eigentlich Oppositionelle waren und musste dann das Land verlassen, weil es zu gefährlich wurde für ihn. Also plötzlich haben sich da viele Geschichten aufgetan, war mit einer griechischen Sängerin zusammen, die einen Hit geschrieben hat, in dem er vorkommt, den ich dann gedickt habe. Und Aletta heißt sie. Nee, wir haben es dann am Ende nicht gemacht, aber es ist so eine super Story auch gewesen. Ja, super Story. Und ich war dann, als die Großteil der Schreibphase vorbei war, auch in Athen, und habe so die Leute auch getroffen. So, mein Vater hat mir dann Namen gegeben von Leuten, mit denen er hing, so Künstlerfreunde oder Theaterleute und sowas. Die habe ich besucht. Leute getroffen, die meinen Onkel noch kannten. Wie war das für dann, als er gehört hat, dass dieser Ort oder vielleicht der von ihm geprägte Teil deiner Geschichte ja auch dann dadurch, dass er dahin gezogen ist, dein Albumthema ist oder so in der Schaffungsphase, aber auch so, als du ihm das Werk dann präsentiert hast oder es das erste Mal gehört hat, so wie war's? Ja, ich habe mich echt ewig, es gibt einen expliziten Song, der heißt 17. September, der verhandelt auch mein Vatersong sozusagen, den du ja auch gemacht hast vor vielen Jahren, auch einer deiner großen Songs, wie ich finde. Das ist ein Song, der sehr explizit unsere Beziehung anspricht und auch, da geht es um Verlustängste. Mein Vater ist viele Jahre krank und auch sterbenskrank gewesen und zwar eigentlich immer, das hing immer so als, oder hängt immer als Damoklesschwert so über der Familie. Ja. So, wie lange hat er? Ich habe einen Song darüber gemacht, in dem ich das schon kryptisch, aber trotzdem irgendwie benannt habe. Und ich habe mich, glaube ich, bestimmt 3-4 Monate so gedrückt darum, ihm das zu schicken, weil ich irgendwie nicht wusste, also mein Vater ist eine sehr private Person, so, der hat überhaupt keine Lust auf Öffentlichkeit. Ja. So, also wenn ich deine Mutter zum Beispiel, oft so sitzen sie, oder deine Mutter gibt auch mal ein Interview inzwischen und so weiter, so, mein Vater würde das einfach nicht machen, der ist nicht sein Platz, so sein Ding, so, der findet,
hat da irgendwie nicht so Lust drauf. Deshalb war es für mich schon so ein zweischneidiges Schwert zu sagen, auf der einen Seite so, das ist, was ich fühle und was ich machen will und ich will irgendwie sozusagen mich da auch verhandeln dürfen, meine Familiengeschichte und auch ihn und trotzdem will ich ihn gleichzeitig schützen. Ja, klar. Okay. So. Und Schmaler Grat. Ich habe ihm irgendwann eine Mail geschrieben und zwar, glaube ich, echt, mein Vater ist so ein Nachtmensch, also der ist bis 4, 5 Uhr morgens ist der irgendwie am Rechner Sachen machen und Sachen sortieren, Research, Fotos sammeln und so. Ich glaube, ich habe mit 3 Uhr nachts habe ich ihm eine Mail geschrieben, hatte davor auch irgendwie 2 Gläser Wein getrunken und habe ihm irgendeine profane Mail darüber, über irgendwas geschrieben und habe dann drangehängt, so ganz unten. Ach übrigens, ich habe so einen Song gemacht so und hör dir den noch mal an, habe so die MP3 so untergeschoben. Und es kam, glaube ich, 10 Minuten eine Mail zurück, die war also eine super lange Mail zurück, darüber, dass er sich sehr freut und dass er dass es den Song gibt und es ist ein Song darüber, der explizit auch anspricht, so wie wenig man eigentlich sich sagt, während man es kann, so, dass man sich liebt und so, dass man füreinander da ist. Und es war plötzlich so wie so ein Türöffner eigentlich, ne, in unsere Beziehung auch, in der er plötzlich Dinge so gesagt hat, die ich von ihm nicht gehört hatte. So, wir haben eine sehr klassische, glaube ich, Vater-Sohn-Beziehung, in der man sich sehr irgendwie sehr verbunden ist, aber nicht so richtig das Talk, nicht, sondern ja, das nicht so zeigt vielleicht auch. Es gibt schon so neuralgische Punkte im Leben, also wo es einfach so bottom line wird, wo er dann, er stand auch, als ich mich getrennt habe, 2009 stand er dann auch mal in Berlin irgendwie in der Tür und hat gesagt, okay, ich bin jetzt mal ein paar Tage da und jetzt machen wir mal. Jetzt wird mal gesprochen so. Aber wir hatten wenig solche Momente in unserem Leben. Und das war so ein Moment, und zwar irgendwie total schön, weil es eigentlich unsere Beziehung so als auch als Erwachsene so eigentlich so eine neue Tür geöffnet hat. Ja, das ist krass für mich, als jemand, der ich eben komplett ohne Vater aufgewachsen ist und dann schon mit einem Stiefvater eine Zeit lang, aber nicht so diese emotionale Vaterbezugsperson, ist eh jede Story für mich, wenn irgendjemand über seinen Vater redet und irgendeine Interaktion, immer krass. Und ich habe mich dann auch gefragt, als ich den Bezug gecheckt habe, eben so von, okay, da ist irgendwie viel Vater-History quasi in diesem Album oder in dem Grundgedanken dieser Geschichte, habe ich auch darüber nachgedacht, so wie vielleicht, weil ich habe dich öfter als Beispiel benutzt in Interviews, wenn ich darüber geredet habe, wie wenig kohärent meine eigene Diskografie ist, weißt du? Im Sinne von, so, ich habe irgendwie immer gemacht, was ich einfach als Fan empfunden habe. So. Mhm. Und auch, glaube ich, wenn ich das jetzt im Nachhinein immer auf die Zeiten gucke, so auch irgendwie menschlich immer einfach krass gesucht, wer ich als Mann oder als, ne, so, als Dude so bin. Und habe mich so gefragt, also weil ich dich öfter so benutzt habe im Sinne von so Max hat irgendwie so sein Ding so durchgezogen. Also selbst die Sachen, die irgendwie bei dir rausbrechen, brechen nicht so raus wie die Sachen, die bei mir rausbrechen. So ein Herr-Sorge-Ding, weißt du, finde ich irgendwie in meiner Diskografie einen viel krasseren Spike. Weißt du, vielleicht einfach mutiger. Vielleicht ist es das. Ja, okay, ich hatte mich. Und du hast 100-mal mehr Output, das muss man ja auch sagen. Also stimmt, auch mehr Platz. Ich habe mich irgendwie so gefragt, ob einfach so, ob du das bestätigen kannst oder du das Gefühl hast, dass du vielleicht als Mann irgendwie schon mehr wusstest, was du repräsentieren willst. Weil das, finde ich, zieht sich bei dir einfach so krass durch, weißt du? Ich meine, du kommst aus Stuttgart. Mhm. Ich habe durch Afrop ja viel mehr die History da kennengelernt und weiß, ihr hattet ja viel mehr den Zugang zu dem real Jiggy-Shit, weißt du? Ja. Ihr wart im Club und auf den Army-Bases und so. Du hättest ja eben auch, weißt du, so, du warst irgendwie der Lockenkopf. Du hättest ja auch, ich habe dich irgendwann mal bei so einer Probe wie Jamiroquai tanzen sehen, weißt du, hast du diesen Move auf dem Sofa gemacht. Du hättest ja auch so die Richtung gehen können. Warum, also woher kommt dieser Kern, den du als Mann irgendwie immer verkörpert hast? Weißt du, dieser so mit dem Freundeskreis irgendwie, also eine sehr soziale Komponente, eine sehr gebildete Komponente, eine sehr irgendwie geerdete Komponente immer vom Sound. So. Mhm. Ich dachte irgendwie vielleicht, dass ich das so hobbypsychologenmäßig auf deinen Vater zurückführe. Nee, was interessant daran ist, glaube ich schon, dass wenn man in so einem großen Familienkonstrukt aufwächst, meine Mutter hat 12 Geschwister, wow. Mein Vater hat 3 Schwestern und es ist in Stuttgart eine große Community, in der ich aufgewachsen bin. Also es war eine WG ursprünglich, es waren auf jeden Fall immer viele Leute so und viele Erwachsene auch. Verstehe. Und ich glaube, dass ich vielleicht ein Stück weit auch unfreier
war. Also, oder mehreren Leuten gerecht werden wollte. Gerecht werden wollte und irgendwie eine Verantwortung gespürt habe, so, sagen wir mal, das Jiggy-Zeug oder das unverantwortlichere Zeug vielleicht in der Schublade zu lassen. Also erstmal selbst diesen Filter anzulegen, bei mir, aber auch wenn es mal passiert und man ist mal bei Miller nachts und spittet mal irgendwie den Slackness-Text, den dann auch irgendwie dafür zu sorgen, dass er in der Schublade verschwindet. Ich kenne nur Legenden von Freestyles, wo Max Herre in den 90ern über was auch immer. Regelblut redet. Und was auch immer. Ja, aber das glaube ich schon, und da spielt natürlich auch eine Vaterfigur sicher eine Rolle, dass man sagt, also, und ich umgekehrt habe ich das immer bewundert, sozusagen diese Freiheit, die viele Leute im Hip-Hop für mich hatten, zu sagen, also sie können so eine doppelte Buchhaltung da eigentlich führen. Also sie können in ihre Kunst rein sozusagen alles machen, was sie machen wollen und auch gegen jede Regel verstoßen, wenn das gerade eben sein soll, auch jede Norm und jede moralische Idee von Moral oder sowas. Und ich irgendwie habe empfunden, ich kriege das, und vielleicht ist mein Vater da so eine Figur, aber eher so dieser große Verbund, ich kriege das nicht so vorbei an meinen Leuten. Vorstellen, Da wird einfach sofort, es wird sofort unbequem. So, ne? Und du weißt ja auch jetzt mit Elijah oder so, na, du würdest sofort sagen, ey, was ist da los? Also wie meinst du das jetzt genau so? Und ich bin als Vater bestimmt auch so, dass wenn ich einen Text höre, ich finde erstmal cool, was da passiert, und trotzdem kann ich mir nicht, also lasse ich es mir nicht nehmen zu sagen, ey, was genau verhandelst du da eigentlich gerade? Genau, ich glaube, ich hatte relativ viele Leute sozusagen, zumindest vor meinem inneren Auge, wenn ich getextet habe, bei denen ich schon das Gefühl hatte, okay, ich habe keine Lust jetzt vor meiner Mutter irgendwie so ein Slackness Text zu präsentieren oder meinem Vater irgendwas, was nicht Hand und Fuß hat oder conscious ist auf eine Art. Und das ist irgendwie eine Unfreiheit vielleicht in die Kunst rein und ein Reglement oder sowas, und gleichzeitig ist es aber auch, also bin es ja ich, also die sind ja nicht wirklich im Studio mit mir gesessen, sondern das sind ja meine Parameter. Ja, das ist krass. Okay, also das heißt, das ist jetzt das aktuelle Projekt. Lass mal ein bisschen way back in time gehen. Ich glaube, das erste Mal habe ich dich natürlich gesehen mit dem ganzen Quadratur des Kreises Projekt. Da haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich, zu der Zeit. Denn als du an deinem nächsten Album angefangen hast, Esperanto, hast du mich eingeladen. Und das ist eben für mich auch ein mega einschneidendes Erlebnis, weil es das erste Mal war, dass ich außerhalb des Dynamite Deluxe Band Kontextes irgendwie im Zug saß. 7 Stunden damals, glaube ich, noch irgendwie da nach Stuttgart runter von euch bezahlten ICE und dann da irgendwie untergebracht gewesen. Und du hast mir einen Ghetto Blaster gegeben mit einer Kassette, wo auf der einen Seite der Beat drauf war, auf dem wir unseren Song gemacht haben, 1-2-0-7-11, und auf der anderen Seite war das Lauryn Hill Album drauf, was damals so ein Heavy Rotation bei allen war. Und diese Woche ist einfach für mich so ein, so richtig ein krasser Hip-Hop-Meilenstein. Einmal erstmal so für mein Gefühl, so dass ich noch weiß, ich saß im Zug und war so, wow. Weil vorher habe ich eben alles immer im Band-Kontext erlebt, auch wenn ich immer der Front-Rapper war. Und es war so, wow, nur weil ich angefangen habe zu rappen, lädt mich jetzt jemand ein, auch noch ein Rapper, dessen Album ich feiere, weißt du, so, der irgendwie vor mir da war und von dem ich Fan bin. Und das war einfach ein krasser Moment. Und dann diese Woche, also erstmal muss man den Leuten sagen, heutzutage passiert ja fast alles bei Featuren mit Hin- und Hergeschicke und so. Und ihr habt mich eine Woche irgendwie da gehabt und da untergebracht. In der Woche haben wir echt viele Sessions, glaube ich, an diesem Song gearbeitet. Und du hast synchron noch Shuriken von I Am da gehabt, also Weltstar-Rapper quasi auch, ne, aus unserer beider Sicht, glaube ich. Und für mich war diese ganze Scene da so krass, weil Stuttgart natürlich so auch im Nachhinein, habe ich das Klischee auch verstanden, von Schwaben einfach krasse Businessmänner. Von den ersten Besuchen in Stuttgart an war alles immer so in eurer Hand gefühlt. Weißt du, so man konnte dann in den Club gehen, den haben, weißt du, Chauvi und die Boys gemacht. Dann gingen wir ins Restaurant, das gehörte eurem anderen Kollegen, und alles war irgendwie so La Familia-mäßig. Und genau das, also für mich einfach so ein mega Hip-Hop-Event in meinem Kopf. Erzähl du mal über die Zeit, so wie, ich habe ja nur diese eine Woche miterlebt. Sogar. Also die Woche habe ich auch noch, also ich habe es nicht so als Woche in Erinnerung, aber diese Tage total, und ich hatte unglaublichen Druck, weil eben Shuriken da war und du warst da, und ich hatte für beide Songs die Texte noch nicht fertig und es war jetzt eben, ich war eben noch nicht so auf diesem Level, auf dem du Texte schreibst, sondern ich musste das irgendwie, ich
ich musste Zeug sammeln und ich musste irgendwie was richtig Gutes delivern. Und es war schon Druck, weil es war der eine, also war Shuriken tatsächlich, also IAM war zu dem Zeitpunkt einfach die außerhalb Amerikas die größte Hip-Hop-Band. Die hatten, glaube ich, 1,2 Millionen Alben verkauft da von ihrer Platte, wo wie hieß sie nochmal, L'École de Micro. Dieses rote Ding. Genau, mit dem, so mit diesem Wu-Tang-Sound und so weiter. Ja. Die waren einfach übergroß und Akhenaton war sowieso der allergrößte. Shuriken war eben sein kongenialer Partner. Und dann warst du da, der so, glaube ich, du hast diesen Beat gekriegt und in meinem Gefühl für mich hattest du so nach einer Stunde deine Parts halt alle fertig, wie es bis heute ist. Also. Mit dem einen Wort, was du mir noch gelassen hast, du irgendwann so, also ich glaube, das Wort innovieren gibt es nicht, aber irgendwie, es klingt schon cool. Ich so, ja, es klingt cool, alles gleich, lass es. Also es war Druck und gleichzeitig war es für mich natürlich toll auch, sozusagen euch alle um mich zu haben und zu wissen, okay, wir arbeiten hier gerade an einem Album, von dem ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt, es hat viel mehr Substanz als das erste. Wir wissen, was wir machen wollen, es ist irgendwie im Sound kohärent. Ich habe mich gefunden als MC und es gibt diesen, es gab diesen Erfolg der ersten Platte auch im Hintergrund irgendwie, der einem so das Gefühl gegeben hat, okay, man ist jetzt Musiker und man darf das machen und Leute warten auf das nächste Ding. Es war schon sehr besonders und zwar, wir haben es natürlich genossen, glaube ich auch. Du hast ja Afrop ziemlich zeitgleich dann auch kennengelernt, glaube ich. Und der hat ja auch so ein bisschen, glaube ich, den Host übernommen in der Zeit. Zumindest habt ihr euch mal getroffen. Genau, auch. Ja, voll. Ich glaube, war das auch in der Zeit, wo er noch das, wo er schon war, da schon am Album auch? Nee, ne? Ich war auch schon einmal in Stuttgart und war ja bei der Aufnahmesession von, glaube ich, Geschichten aus der Nachbarschaft oder so. Nee, er war mittendrin. Eigentlich war er, also die Alben sind ja relativ zeitgleich gekommen, Rolle mit Hip-Hop. Genau, dann war das vielleicht echt sogar in der Woche, dass ich auch noch da mit ihm im Studio war. Ja. Und wir waren, glaube ich, alle. Wir haben uns sehr wohl gefühlt da, also in dieser Stadt, die war irgendwie tatsächlich, wir waren alle da aufgewachsen und es war auch das erste Mal so, die Ende der 90er Jahre, dass es wirklich so war, dass da was entstand, auf das man auch stolz sein konnte, also eine Gegenkultur zu diesem Banker-Business-Ding, das du auch, von dem du gesprochen hast. Also es gab Clubs. Aber Hand in Hand eben, ne? Also ihr habt da Kultur geschaffen, aber gleich trotzdem waren die Protagonisten der Szene selbst auch die Businessmänner. Genau, zumindest ein paar von denen. Paar da gab es mehr, alle, die mehr Geschick hatten. Ja. Und also wir waren schon auf der Musikerseite. Es war dann aber irgendwie trotzdem so, dass Philipp zum Beispiel, der Don Felipe, dass er eine Beteiligung hatte am Unbekannten Tier, an dem einen Club, in den halt doch alle gegangen sind. Das stimmt schon. Also für mich war das, also aus heutiger Sicht war es so, war es unser Home-Turf, so kann ich sagen. Das gibt es auch, glaube ich, nur dieses eine Mal im Leben. Oder ihr Hamburger habt es sehr konserviert und lang gehabt und habt das auch gebaut für euch. So, für uns war das genau die Zeit, in der wir sozusagen wirklich das Gefühl hatten. Und es ist auch die Zeit ein bisschen bevor man irgendwie alles über Handy gemacht hat, alle Verabredungen, sondern man hat sich in diese Stadt fallen lassen, in diesen Kessel und hatte seine Wege und hatte halt überall seine Leute sitzen. Da ist der Plattenladen, da sitzt Emilio drin. Genau, ich hatte schon mehr das Gefühl, dass wir mehr so ein Mikrokosmos hatten, wo wirklich alles eigentlich in diesem kleinen Basement oder in diesem, in diesem super. Nee, für uns war es schon dieser komplette Kessel. Genau, den hatten wir. Wir hatten die Plattenläden. Es gab irgendwie Radio Bar zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Gebäude, das so eine Interimslösung war, wo in der Skate Shop von Dirk drin war, meinem Home, über den wir gerade gesprochen haben. Und dann der Plattenladen, in dem Emi gearbeitet hat. Ja. Oben war 0711 Büro. Darüber war Zoran, der irgendwie die Videos für uns gemacht hat. Dann war irgendwie Brody mit seinem Casting da, der uns provided hat mit all den Leuten, die dann in den Videos sein mussten, die auch eher Szene waren alle. Mega Infrastruktur auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall, das waren genau die Jahre, in denen sich das so gefunden hat und in denen auch es plötzlich so ein Fenster gab, in dem dadurch, dass eben Räume und erschwingbare Räume auch da waren, sich so eine Kultur auch finden konnte und eben leider nicht halten konnte, weil es in Stuttgart eben doch so war, dass es dann alle paar Jahre wieder platt gemacht wurde und dann eben doch irgendwelche Versicherungen und Bankgebäude dahin kamen an die Stellen. Ja, aber immer noch eine Stadt, finde ich, wo man das Gefühl hat, irgendwie, es gibt irgendwie viel. Also Kultur, immer wieder, also jetzt auch wieder die letzten Jahre, habe ich das Gefühl. Und es ist halt, was glaube ich, also interessant ist, dass es halt
also Kultur sich irgendwie immer ein Stück weit auch als Gegenkultur definieren muss und daraus entsteht irgendwie eine Kraft, dass man weiß, es gibt so ein Mainstream-Ding und das ist halt money-driven und das ist irgendwie konservativ und wenn du was machen willst, dann ist es immer die andere Perspektive und deshalb ist es irgendwie oft sehr kraftvoll und es ist irgendwie ist unabhängig und es ist links und ideell und so und das, glaube ich, wissen Leute oft nicht so, weil sie auf diese Stadt gucken, die vor allem so bekannt ist eben für das, was sie keine Ahnung, Bruttosozialprodukt produziert und weniger dafür, was da an Kultur rauskommt. Aber ich glaube, die Leute, die da was machen, sind schon Leute, die sich eben, das sind einfach die Typen schon im Jugendhaus und in der Schule, die eben sagen, ey, darauf habe ich explizit keine Lust und ich habe eine andere Perspektive. Ja, die eine Haltung haben. Genau, weil in Berlin ist es so, du kriegst so viel Gegenangebot und das auch oft Gespräche, die ich habe mit Leuten aus meiner Generation, dass sie gesagt haben, Berlin war auch ein bisschen in diesem Dornröschenschlaf in den 80ern und 90er Jahren, weil es so viel Angebot gab, dass man es gar nicht selbst machen musste. Interessant. Während man in einer Stadt wie Stuttgart, einer relativ kleinen Stadt, wenn du was erleben wolltest oder Kultur erfahren wolltest, musstest du irgendwie aktiv werden. Du konntest es nicht einfach nur konsumieren. Diese Esperanto-Zeit, ich erinnere mich, dass du irgendwie vor ein paar Jahren mir mal im Gespräch gesagt hast, dass du die Schreibweise und dieses extrem viel, also das, was da natürlich der Name war, Programm, ne? So, du hast viel mit allen möglichen Sprachen gearbeitet. Das ist ja was irgendwie in den letzten Jahren in Deutschland immer mehr vorkommt. Eigentlich, ich finde, so auf der einen Seite hat auf jeden Fall Haftbefehl, ne, das so in dem Segment extrem krass irgendwie aufgemacht, sodass man jede Sprache benutzen kann und alle möglichen Reimworte in verschiedenen Sprachen findet. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber hast du, also oder ist es so, oder erinnere ich es falsch, dass du es gesagt hast, dass du irgendwie so ein bisschen im Nachhinein so den Schreibstil oder dieses extrem viel auf dieses multilinguale Ding gehen, dass dich ein bisschen genervt hat? Jetzt für die Platte, man hat ja immer so blinde Überschriften für sich oder so einen Katalog an Regeln. Und für die Platte war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt Anglizismen benutze oder Fremdwörter, dass es irgendwie Ausflüchte sind und ich noch nicht präzise genug bin in dem, was ich sagen will. Deshalb war es für die Platte extrem so, dass ich eigentlich probiert habe, drauf zu verzichten. Aber wirklich aus dieser Idee heraus, dass ich gesagt habe, ich will nahe an der Emotion und an der Geschichte bleiben und ich es eher so verstanden habe, als dass es kann nicht um den Reim gehen oder um den Sound gehen oder ich habe das eher als Ausflucht begriffen dieses Mal. Aber ich liebe es eigentlich total. Also und gerade Hafti und so. Und das ist ja auch bei dir auch natürlich. Also du hast ja Einfluss aus vielen Sprachen, ne? Also in deiner von Musik oder Filmen, was du guckst und, ja, absolut. Und Büchern, die du liest, und also ist ja nicht so, dass du dann dir ein Wort googeln musst auf Englisch, um das dann reinzubringen oder ein französisches Wort. Das sind ja Sachen, die man. Genau, und ich glaube, es kommt auch wieder zurück. Und das ist, glaube ich, immer so, was man sucht gerade. Natürlich gibt es ist die Debatte vielleicht an einem anderen Punkt, und die ist ja ein bisschen abstrus in der Musik, wenn man über Aneignung und sowas spricht. Aber natürlich sind es auch Diskurse, in denen wir uns bewegen, wo man sagt, ey, also an welcher Stelle ist es so? Und das sind ja immer total subjektive Überlegungen auch, weil man kann sich davon nicht freimachen. Wir sind alle beeinflusst und also es ist in sich schon natürlich eine völlige Krux, wenn man Hip-Hop macht, zu sagen, man redet innerhalb dieses Begriffes irgendwie von was mehr angeeignet ist als was anderes. Ja, aber keine Ahnung, crazy. Es gibt natürlich so Diskurse, die ich auch führe, und es gibt auch für mich aber sozusagen immer wieder eine Grenze. Beeinflusst das heute mehr? Also dieser Gedanke, dass jetzt alles so unter die Lupe genommen wird, dass es eventuell für irgendeine Journalistin komisch ist, wenn du dich an irgendwas bedienst, was nicht dein Hintergrund ist, und dann die da irgendwie so eine Cultural Appropriation Story draus macht? Oder? Eher für mich selbst vielleicht auch in dem Diskurs, weil ich finde schon, dass, also ich finde den Diskurs total interessant. Ja. Und ich finde, also wenn wir darüber reden, sozusagen auch über ein Selbstverständnis, auch zum Beispiel über ein schwarzes Selbstverständnis in Deutschland und über die Levels an Layers an Diskussion und den finde ich schon total interessant. Und irgendwie probiere ich da auch mitzugehen und da offen zu bleiben für und zu sagen, ey, ich finde das wichtig und bin damit ja auch sozusagen in Verbindung über Joy oder dadurch, dass ich
Söhne erziehe, die irgendwie auch sozusagen, wenn auch nicht sichtbar, aber Teil der Diaspora sind, ja, ne, und sich da irgendwie auch suchen drin. Also insofern, ja, interessieren mich diese Diskurse und ich finde sie teilweise. Aber sind es sind's richtig Diskurse? Ich habe das Gefühl, es sind immer nur einzelne Leute, die dann von irgendwas genervt sind und man weiß aber gar nicht, was die sich alles angeeignet haben. Jeder kann ja irgendwas sagen. Ja. Also interessanterweise, ich habe einen Freund, der ist Regisseur und schreibt Theaterstücke. Mhm. Und am Theater gab es eine große Diskussion, vor allem jetzt so 2015, 16 zur Zeit der dieser geflüchteten Debatten, sozusagen darum, wer spricht eigentlich diese Geschichten, weil die Geschichten wurden aufgenommen im Theater, auch geflüchteten Geschichten, und es war meistens ein weißer deutscher Cast, der dann plötzlich in Stellvertreterrolle, genau, sozusagen, ja, Geschichten gesprochen hat, und es ging sozusagen eben, und da, weil ich mich viel mit ihm unterhalten habe, ging es schon los für mich, auch mich darüber mit zu befassen, sozusagen, wer spricht eigentlich für wen und wer spricht über ihn, und wir haben immer eine andere Geschichte gehabt, weil wir Musik gemacht haben und auch immer miteinander, das heißt, es war immer mehrsprachig, ne? Im Sinne von, dass es gab immer, also auch in der Band wie Freundeskreis, in der mal Friction und ich und Philipp waren, gab es trotzdem auch immer eine andere Perspektive. Wenn du ans Mic getreten bist, dann bist du als Sammy ans Mic getreten, der sich repräsentiert, ja, ne, aber man sich auch nicht in seiner Story und auch in seiner schwarzen deutschen Story, wenn das eben das Thema war, repräsentiert hat. Deshalb, wir hatten diese Problematik nicht, und trotzdem fand ich sie total interessant, sich zu überlegen, also wer kommt eigentlich zu Wort oder und auch diese Diskussion darüber eigentlich, also die Geschichte der, ich glaube, wir waren alle sehr righteous, immer alle zusammen sozusagen in unserer Solidarität den Leuten gegenüber, die so keine Stimme haben. Ja, so, das war immer eine Perspektive. Eindeutig eine, glaube ich. Der und, Grundpfeiler von dem, wofür man dich kennt und schätzt. Wofür wir auch alle zusammenstanden, glaube ich. Und trotzdem, glaube ich, haben wir andere Perspektiven darin, weil ich irgendwann, und das ist eine Sache, die ich auch erst lernen musste über die letzten Jahre, ich natürlich trotzdem sozusagen, also das Ausmachen von Benachteiligung immer eine Kehrseite hat, und die ist die Bevorzugung, ja, sozusagen. Klar. Und genau da ist auch sozusagen eine Trennlinie, dass ich kann die Benachteiligung sozusagen sehen und sie mit definieren, aber ich sitze am Tisch auf der Seite der Bevorzugten. Also diese Frage von privilegiert sein. Und das ist, glaube ich, ein Diskurs, der erst die letzten Jahre sozusagen angefangen wurde und ins Bewusstsein gab, sozusagen, der sowas wie Critical Whiteness dann hervorgebracht hat, wo man sagt, ey, lass doch mal irgendwie, ich kann meine Story trotzdem immer so, ich kann dann diesen Schritt mitgehen und ich kann solidarisch bleiben und trotzdem muss ich meinen Teil der Story erzählen aus der Perspektive derer, die halt, die dieses Privileg genossen haben, nicht benachteiligt zu sein. Ja. So, ne? Und ich glaube, wir haben uns immer als Community gesehen ich fand, Brothers Keepers war so ein neuralgischer Punkt, der eigentlich zum ersten Mal gezeigt hat, okay, da gibt es einfach eine Community, die jetzt sagt, hier gibt es um spezifische Afro-Deutsche, genau, wie man damals sagte, Themen. Und ich habe mit Seko viele Diskussionen damals geführt, sozusagen, weil es gab dieses Momentum, in dem ich vielleicht so ein Ressentiment gehabt hätte, wo ich sagte, ey, irgendwie das erste Mal, dass ich hier für mich so einen Moment spüre, ey, wir waren doch immer zusammen, jetzt geht's hier gerade nicht weiter. Nee, jetzt darfst du nicht mitrappen. So jetzt mal ganz blöd und vielleicht damals so gedacht habe, ey, oder auch gedacht habe, ey, warum jetzt so sektiererisch, warum sind da nicht die kurdischen Rapper mit dabei und die arabischen Rapper so, und eigentlich, ich wirklich, glaube ich, 10 Jahre länger noch brauchte, um sozusagen in dieser Umkehrung sozusagen zu verstehen, dass es wichtig ist, dass sich bestimmte Perspektiven erstmal zeigen und definieren und dass man da nicht immer Teil von sein kann oder Teil von sein kann, ohne eine Stimme darin zu haben. Ja, so, genau, ich glaube, das ist es. Das ist echt, und das haben wir auch damals gespürt. Der Song ist rausgekommen, danach haben wir auch überhaupt erst Promo gemacht, dass dieses Album kam. Und beim Album haben dann Leute gecheckt, okay, das ist wirklich eine schwarze Ansage, das ist nicht eine Anti-Nazi-Ansage. Deutschland liebt immer Anti-Nazi-Ansagen, aber es war einfach wirklich so, jetzt erzählen wir einmal den Standpunkt. Und es war echt interessant zu sehen, weil auch wirklich viele Leute in meinem Umfeld, von denen ich immer dachte, dass sie
idealistisch, ideologisch, weißt du, total auf meiner Seite sind. Das waren eben genauso. Aber warum habt ihr denn nicht Eisi dazu genommen? Der hat doch auch schon Songs gegen Nazis gemacht. Ja. Oder Savas oder Azad oder weißt du. Und das war so, okay, interessant zu sehen, weil dass sich Leute denn so schnell ausgeschlossen fühlen, wenn das das erste Mal so, sowas das ist, gibt. Und ne? Das ist irgendwie, genau, der Leute, die sich da formieren, das ist irgendwie ihr ganzer Purpose, zu sagen, ey, es geht darum, das zu zeigen. Ja. Oder auch sozusagen eine explizite, in dieser spezifischen Art der Diskriminierung eine Stimme zu bilden oder der Lebensrealität eine Stimme zu bilden. Es ist immer so schwer, den Leuten das zu vermitteln, wenn sie keinen persönlichen Zugang haben, ne, was das Schwerwiegende dieser Themen, also gerade in einer Mehrheitsgesellschaft das zu vermitteln. Ne? Und ich finde, da hast du auf jeden Fall immer extrem geil, auch jetzt beim neuen Album mit diesem Sans-Papier-Song einfach deine Stimme genutzt, um genau für die Leute zu reden, denen vielleicht oft eine Stimme fehlt. Und ich habe auf meinem aktuellen Album einen Song, der heißt Privilegiert, wo ich irgendwie der einzige Song, wo ich über dieses Hautfarben-Thema auf dem Album rede und eben den Kontext komplett geflippt habe, weil ich einfach sage, in der Welt, wo wir jetzt leben, ist es ein mega Privileg, einfach dieses dritte Auge die ganze Zeit geöffnet zu haben, wo du einfach diese Ungerechtigkeiten siehst und einfach Benachteiligungen siehst. Ich gehe eben nicht durch die Welt und gucke nach Blumen und, weißt du, schönen Dingen. Ich sehe leider die ganze Zeit immer die Realität, so was verschiedene Gruppen angeht. Und ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine Einladung in so eine Talkrunde im Kieler Landtag. Mhm. Und da hatte mich vorher die Aminata Touré, kennst du die, ne? Die erste deutsche schwarze Bundestagsabgeordnete, die hatte mich da eingeladen und hat mir dann vor der Veranstaltung mich so zur Seite genommen und meinte so, ja, übrigens, es gab auch so ein bisschen Kritik, dass du hier bist. Und ich so, warum? Da haben Leute so im Forum geschrieben, Sammy Deluxe, der macht doch antisemitische Statements. Und ich so, wow, okay, kann ich mich nicht dran erinnern, erzähl doch mal. Und dann sagt sie so, ja, du hast wohl in einem Interview gesagt, in Deutschland gibt es außer Juden keine Minderheiten, die eine Lobby haben, um sie zu vertreten in der Öffentlichkeit. Und ich sage sie, ja, das ist auch, wie ich es irgendwie empfunden habe. Und sie sagt so, ja, aber das Problem ist, das Wort Juden und Lobby in einem Satz zu erwähnen, ist quasi politisch unkorrekt, weil es so oft von antisemitischen Leuten erwähnt wird. Es schürt Ressentiment, das da ist. Ja. Und da war so für mich in dem Moment so, okay, alles klar, also es ist eigentlich das gleiche Wort. Also wenn ich jetzt sage Vertretung, ne? Statt Lobby ist es das, kann ich den Satz sozusagen sagen, ne? Also wenn ich so, und für mich wäre es jetzt kein Problem in der Zukunft, das nie wieder so zu formulieren, weißt du, so, weil ich einfach nicht irgendwie Juden irgendwas Schlechtes damit wollte, sondern auch erklären wollte, weil in Deutschland ja der Antisemitismus immer so ein Riesenthema wird, aber Rassismus oft ja nicht so ein Thema wird, weißt du, so, wenn es um andere Gruppen geht, so. Und das war, glaube ich, aus irgendeinem Kontext gerissen, in irgendeinem Interview, dieses Statement von mir. Auf jeden Fall war für mich so meine Einsicht so, ah ja, genau darum geht's ja, weißt du, wenn ich irgendjemand sage, so, okay, du bist mit dem Wort Negerkuss aufgewachsen, findest es korrekt, mich beleidigt es, so, dann brauchst du, weißt du, nicht deine Rechtfertigung zu haben, aber ich sehe das nicht so. Und weißt du, und genau mit dem gleichen Ding habe ich dann daraus gelernt, eben so, alles gleich wird das, also weißt du, nie genau wieder so diese Formulierung benutzen. Und ich habe eben... Und du hast sie nicht angegriffen. Genau, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt. Genau. Und ich habe vor allem auch darin wieder ein Privileg gesehen, nämlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo diese ganzen Gruppen, die nie irgendeine Stimme hatten, also so von LGBT, Behinderte, alle möglichen Randgruppen, haben auf einmal die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Parameter sind, ne? So wie sie behandelt werden wollen. Und das ist auch ein mega Privileg unserer Zeit. Und ich finde es eigentlich nice, irgendwie jedes Jahr was Neues dazu zu lernen. Das meine ich mit dem Diskurs, dass mich das interessiert und dass ich da, und man ist nie auf der Höhe oder es ist genau, man kommt genau in diese Situation, wo jemand zu einem kommt und sagt, man macht hier, immer auch irgendwas, also man macht auch was falsch. Ist auch okay, irgendwas falsch zu machen, wenn man es nicht weiß und wenn man dann ins Bessere belehrt wird. Dann genau, und ich finde es auch, ich finde es wichtig und ich finde es eine spannende Zeit und ich finde vor allem, und das, was ich merke, dass es sozusagen bestimmte Themen und Probleme lassen sich eben nur sichtbar machen, wenn es eine Sprache und wenn es einen Diskurs dazu gibt. Ja. Und wenn es plötzlich werden sie sozusagen spürbar und erfahrbar, auch für die Leute, die vielleicht nicht betroffen sind, weil es im Diskurs
sozusagen Anleihen und Anhaltspunkte gibt. Ne? Also diese Frage der sozusagen dieser Flipcoin, ne? Der Benachteiligung und des Privilegs. Das war für mich total wichtig, sozusagen dieses Bild zu haben, weil es mir eine ganze Tür geöffnet hat, sozusagen für Dinge, die ich gespürt habe, ohne sie benennen zu können. So, ne? So, und so ist es, glaube ich, mit ganz vielen Dingen. Und ich glaube, das ist das Spannende an der Zeit, dass tatsächlich einfach viele Menschen und Gruppen und marginalisierte Gruppen auch gibt, die sozusagen lernen, die gelernt haben, sozusagen ihrem Kurs sozusagen eine Sprache zu geben und diese Plattform auch plötzlich haben dafür. Und plötzlich lernt man damit und das bringt uns, glaube ich, alle weiter. Ja. Ja, ich fand dein Statement mega zu dem Song Papier Song in diesem Interview noch von dem Colors Ding, wo du das nochmal aufgezählt hast, in wie vielen Länder du mit deinem Pass reisen kannst und wenn du zum Beispiel in Afghanistan geboren wärst und den afghanischen Pass hättest, wie wenige Länder es dann wären. Und dann 2 Wochen, nachdem ich das Interview gesehen habe, war auch für uns auf einmal in dieser Welt alles so, dass wir jetzt gar nicht mehr selbst mit einem Pass irgendwo hinreisen können, aber ja, und plötzlich gehen die Leute auf die Straße und fordern offene Grenzen und manchmal sind es die gleichen, die irgendwie vor einem Jahr noch gesagt haben, die müssen alle zu sein, die Grenzen. Also so schnell ändert sich das eben. Ja, klar. Oder Vermummungspflicht, von Vermummungsverbot zu Vermummungspflicht innerhalb von einer Woche ist auch interessant. Aber ich will gar nicht so auf diese Zeit jetzt eingehen, weil das alles nervt. Und es gibt zu viele Leute, die dazu irgendwie unqualifizierte Sachen sagen, so das sollte man lieber ein anderes absolut. Anders nochmal aufmachen, aber denn unsere Wege haben sich ja eh oft gekreuzt, aber beim Hallo Welt Album hast du mich wieder eingeladen, mit dir zu arbeiten und da habe ich, glaube ich, weil ich da auch schon in einem ganz anderen Mindstate war, selber irgendwie schon ein bisschen mehr in diesem Selbstproduzieren und selbst mich aufnehmen, habe ich auch nochmal so ganz anders dich observed und diesen Prozess. Einmal, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, dass wir auch an dem Feature sehr lange gearbeitet haben, also dass es auch mehrere Revisionen gab, so dass du mich nochmal nach Berlin geholt hast. Und das ist auf jeden Fall, wollte ich dich einmal fragen, darauf bezogen, so du hast auch, wenn es um Features geht und ich schätze mal auch um Gastmusiker und so, irgendwie so einen extremen Anspruch an die Leute, also bist so nicht jetzt einfach so, ich habe zum Beispiel manchmal so dieses Ding so, ich lade jemand ein und bin dann einfach irgendwie schon so happy, wenn er da ist, weißt du? Und wenn das Feature jetzt nicht das Allerkrasseste ist, weißt du, so die Strophe, dann so lasse ich vielleicht trotzdem drauf und sagst, oh Mann, sonst stresst es ihn vielleicht. Mhm. Oder, ich habe da irgendwie bei solchen Sachen nicht so den, aber hast du gemerkt, du hast mich krass gepusht irgendwie oder uns gepusht, so wir haben dieses Hin- und Her-Ding da. Und auf der einen Seite hast du eben diesen berechtigten und sinnvollen Leute fördernden Perfektionismus. Auf der anderen Seite weiß ich dennoch, dass es, glaube ich, auch bei dem Lied Einstürzen, Neubauen, dass der Drumloop irgendwie so ein Drumloop war, der irgendwie gesampled war und dann du irgendwann mir später erzählt hast, dass ihr den jetzt irgendwie irgendeinen Drummer einfliegen lassen habt und den nochmal einspielen lassen habt. Und das war dann für mich eher so, das auch Perfektionismus, aber eher so dieser idealistische, weil ich persönlich, obwohl ich, weißt du, Produzent bin, habe den Unterschied nicht richtig gehört, oder weißt du? Und ich weiß das, weil du auch dann mit so einem Leuchten in den Augen und dann haben wir den und den Drummer. So, also da geht es um Master Rights für mich. Also wir haben relativ früh angefangen, eigentlich ab 2-4 Samples einzuspielen und oft auch eigentlich nur Samples nur noch zu benutzen als Texturen und dann eine eigene Komposition draus zu machen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass du A, die Rechte nicht freikriegen musst und B, du eigene Kompositionen schaffen kannst. Also du hörst dir einen Song an von whoever und sagst, ey, das ist eine Soundwelt, eine Textur, in der ich gern arbeiten will und du analysierst und baust es erstmal in die Richtung und dann fängst du in dieser Welt, also zum Beispiel Born and Raised Joyce Platte habe ich komplett in Philly ja gebaut mit den Jungs und es war genauso, wir hatten einen Drum-Tuner und wir hatten, der hieß Bill Eisele und wir hatten einfach Amir Thompsons, Questlovs Drumsets und so weiter und haben wirklich sozusagen uns erstmal Welten gebaut, die eigentlich wie Samples klangen und dann darin eigene Kompositionen zum Teil gebaut und das ist eher die Schule, aus der das kam. Manchmal okay, ist es also ein bisschen vergebene Liebe. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihr es das jetzt nur macht, weil ihr den nicht Drummer nur Aktionismus, muss, genau. Aber irgendwie schon so wollte wissen, ob es irgendwie so, also dieses, du hast dir schon viele Träume erfüllt, ne, mit vielen Musikern. Das auf jeden Fall. Und also viele Sachen, so diese extra Mile gegangen, den extra Schritt, den vielleicht 99% der Hörer deines Albums nie gecheckt haben. Genau, weißt du? Genau. Das hatte zum Teil, hat es bestimmt so, ist es so Fetisch und so Aktionismus und zum Teil hat es einfach diese Gründe, dass man sagt, also
ist es für uns einfacher, so eine eigene Komposition zu bauen, aber in der Textur, die schon da ist. Und dann nehme ich es aber auch so ernst, dass ich dann sage, dann muss man es auch nageln. Dann will ich nicht was ungefähr so klingt, sondern dann haben wir da eben sehr lang dran gearbeitet, auch wirklich das zum, also matchen heißt es bei uns. Wir matchen ein Sample. Das heißt, es ist nachher 97% dessen, was es ursprünglich war im Sound. Mhm. Und das ist manchmal wahnsinnig aufwendig, weil du tatsächlich vor allem für Drums, die ja in jedem Raum anders reagieren und mit jeder Mikrofonierung und jedem sozusagen Winkel des Mics neu, das ist relativ fummelig manchmal, aber da habe ich relativ viel Produktions sozusagen Arbeit reingesteckt über die Jahre und auch natürlich mit Kahedi, aber auch schon davor zur Born and Raised Platte. Nee, und was die Feature-Sache angeht, ich gehe eigentlich, und da bin ich vielleicht mehr Produzent als dann Rapper an dem Punkt, oder dass ich vom Song ausgehe. Ja, voll. Also weniger davon, vom Moment, das finde ich auch wichtig, und das und manchmal weiß ich auch, es ist Pain in the Ass, oder ich probiere immer nicht den Vibe zu killen oder jemand irgendwie zu gängeln oder ihm das Gefühl zu geben, es ist nicht gut genug, sondern ich gehe eigentlich vom Song aus und sage, ey, also ich habe dich eingeladen auf den Song, weil ich genau weiß, dass so das ist das Instrument, das da am allerbesten passt. So. Und lass uns doch gucken, dann in diesem Instrumentarium, das jetzt da ist, Beat, deine Stimme, meine Stimme, den Song zu dem zu machen, was ihn wirklich am organischsten, homogensten macht. So. Und das ist natürlich im Rap immer beides. Es ist eine stimmliche Komponente und ein Performance-Thema, aber es ist natürlich auch eine inhaltliche und texterische und ich mochte da unsere Zusammenarbeit sehr, weil es wirklich am Ende war es, man hat genau gespürt, glaube ich, dass es ein Song war, der jetzt nicht irgendwie hin und her geschickt wurde, sondern der entstanden ist sozusagen eben wirklich back and forth. Ja, so im klassischen Sinn eigentlich. So jetzt, warum lieben wir alle gerade Griselda? Weil die Sachen alle so klingen, so ist es immer klar, genau an der richtigen Stelle kommt der nächste Übergänge Einsatz. So und, gut, und auch die Stimmfarben die sind so ideal aufeinander und die ungeraden Dinge, immer auf den fünften oder auf den dritten oder den siebten reingehen und den nochmal übernehmen und so. Und wir kommen ja genau aus der Schule. Also wir wissen genau, wie Posse-Tracks oder Zweier-Tracks, wie die zu klingen haben, weil wir haben Nas und AZ gehört und wir haben Wu-Tang gehört und Mobb Deep und Tribe und was weiß ich was. Das ist irgendwie ja auch unser Ethos und unsere Schule. Ja, ich wollte jetzt checken, ob der Scheiß hier noch läuft. Hat er aufgehört zu laufen? Oder läuft er noch? Hä? Warum ist denn da? Naja, es läuft. Oder? Wie viel haben wir denn? Das sollte ich irgendwann nochmal sehen. Hat er mir keine Zeit mehr angezeigt. Kurz einchecken. So, also genau. Hallo Welt, dann haben wir das Ding aufgenommen, denn ich habe so peripher immer noch so ein bisschen mitbekommen, was du alles noch so an Kollaborationen da irgendwie, da waren ja super viele geile Features und unerwartete Momente in alle Richtungen, eben von internationalen Features bis hin zu irgendwie Crow, was man denn zu der Zeit, was auch krass gelöst war einfach, also oder zu der Zeit denn das kredibilste und coolste war, was ich bisher von Crow gehört habe und dann kam das raus, war ein mega Erfolg. Ihr wart damit ewig auf Tour, ich durfte auch öfter dabei sein. Und dann ging dieser Run ja in meiner Wahrnehmung direkt auch über in das MTV Unplugged, wo du einfach dann das, was du eh als Craft, als Max Herre, Freundeskreislieder perfektioniert hattest, dieses viele Leute zusammenbringen, dann nochmal auf so ein ganz anderes Level gebracht hast. Auch auf jeden Fall habe ich in jedem Interview, glaube ich, zu meinem Unplugged gesagt, so das ist echt das komplette Blueprint für, wie man sowas einfach machen sollte. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass ihr dann, als ihr damit auf Tour wart, einmal Trabrennbahn, war ich auch dann dabei. Also das war auch so ein Abend, wo alle dabei waren, Mega und Afrop und Joy und Tour, glaube ich, noch ich. Und drei Tage später war ich auf der gleichen Bühne und da war Xavier Naidoo und Suave war Vorgruppe und ich war irgendwie Feature-Gast bei Suave und habe einfach so diesen Unterschied gesehen, so da ist mir erst wirklich aufgefallen, weil bei dir scheint es fast schon normal, dass man irgendwo hinkommt, dann sind da 70 Leute auf der Bühne, weißt du, diese Größe, also gerade zu dem Unplugged-Ding und dann bei Xavier waren da eben so vier, weißt du, Mannheimer
Studio-Mucker, die da irgendwie auf der Bühne so gespielt haben und irgend so eine LED-Wand. Und dann ist mir erst nochmal aufgefallen, so wow. Und auch die Crowd natürlich krasser Unterschied. Aber einfach so diese Love und dieses Movement, was du da echt in beiden Dingern, also Hallo Welt und MTV Unplugged hintereinander gemacht hast. Es war jedes Mal, ich habe die Show dann ja so oft live gesehen, es war jedes Mal einfach so, man hat trotzdem die ganze Zeit irgendwie Bock so, und die Band war einfach unglaublich. Und das ist gar keine Frage, das ist einfach nur purer Lob jetzt hier. Und was war für dich so diese, was, ja, sag mal einfach irgendwas über die Zeit, was war für dich so, das muss ja unglaublich krass viel gewesen sein. War es eh ein Masterplan, dass das Album direkt ins Unplugged übergeht, oder hat sich alles so ergeben aus dem Erfolg raus? Oder? Ich habe tatsächlich, als ich Hallo Welt aufgenommen habe, wir waren frisch bei Universal mit Nesola gerade, und ich habe der Mann irgendwann im Aufzug getroffen, der PM war zu der Platte, und Hallo Welt war noch nicht fertig, und habe zu ihm gesagt, du, wir machen Hallo Welt und ich hätte gerne einen Plug danach. Das war nicht besonders populär. So, aber ich wusste irgendwie, für mich hatte das immer noch diesen Nimbus dieser wichtigen Platte, und ich wusste einfach, die Band ist da, und das ist mein Craft so, dieses mit Bands arbeiten, live arbeiten, und ich stelle mir das so vor, aber es war eher so dahingesagt, mach das mal klar. Aber ab dem Zeitpunkt haben die eigentlich dran gearbeitet, und dann kam Hallo Welt und hat das auch als Erfolg gebackt, dass man sowas machen könnte danach. Genau, und dann haben wir das eingetütet. Du kennst ja selbst die Budgets, die es dafür braucht. Ich habe dann irgendwie zugesagt, dass ich The Voice mache, irgendwie, um das Ding zu promoten. Und das war irgendwie sozusagen dann der Gift, den ich gegeben habe. Ich gesagt, okay, ich gehe in die Sendung, um das auch promoten zu können, um auch ein Outlet zu haben. Das weißt du auch, wie wichtig das ist, dass es nachher ein Format gibt, in dem man das spielen kann und zeigen kann. So, und dann das Unplugged selbst war für mich natürlich das, sozusagen wirklich so ein Kindheitstraum, weil ich bin so, also ab Curtis Mayfield und Marvin Gaye sind so einfach für mich so mit die größten Bezugsplatten. Bill Withers vielleicht noch, der jetzt verstorben ist, die so die Bezugsplatten meines Awakenings als Musiker. So. Mit 15, 16 bin ich so Freundin meiner Eltern, und die hatte diese 3000 Platten, und da habe ich Kassetten gemacht, und das waren so die Kassetten, so die mir am wichtigsten war. Eine Seite Superfly und auf der anderen Seite Still Bill von Bill Withers oder so. Krass. Oder Stevie Platten, und das ist eigentlich so, wo ich herkam, und ich wusste, mit dem Unplugged-Ding kann ich eigentlich diesen Curtis Mayfield-Traum, also mit einer Soul-Band und einem Ensemble dazu. Für mich waren Streicher, Holzbläser und vor allem Harfe und so weiter, wie man auf, keine Ahnung, We People Are Darker Than Blue oder so. Auf diesen Aufnahmen hört man ja immer diese Orchester da hinten. So, das war meine Vorstellung davon, was ich da gerne machen würde. Und als ich das zugesagt bekam, war das eigentlich so, dass für mich so diese Motivation zu sagen, ey, wir können sowas machen, wir können das jetzt wirklich, also diesen FK und Max Herre Sound, wir dürfen das jetzt einmal sozusagen transferieren und auch zusammenbringen. Das war ja auch so, dass meine Karriere so ein bisschen getrennt lief von dem, was Freundeskreis davor gemacht hatte. Es war auch so ein guter Punkt, um zu sagen, ey, eigentlich dieses ganze Sujet kriegt man so zusammengeführt in dieser einen großen, langen Show und kann so sozusagen wirklich so eine Werksshow auch machen. So. Und das war eben, was für mich auch so perfekt gemacht hat, dass ich also das als Blueprint genommen habe, im Sinne von so, okay, er hat einfach das genauso perfekt umgesetzt, wie es für ihn perfekt ist. Und alle Nuancen, alle Facetten, die man irgendwie an dir kennt, an dir mag, so, es war alles da drin, alle Feature-Gäste, die man, ne, alle so Wegbegleiter und Sachen, wo man emotional irgendwie dran gebunden ist als Fan, so, es war alles erfüllt. Ich habe irgendwie mich gefragt, so, wenn du im Nachhinein zurückguckst, weil, also bei mir ist so, jetzt, ich habe das so gemacht und bin ja eh immer jemand, der nur nach vorne guckt, aber irgendwann hatte ich mal so diesen Gedanken, so wow, krass, wer weiß, ob die Zeit, der Markt irgendwie das je wieder so rechtfertigt, dass sowas passiert, und jetzt habe ich die Bullet sozusagen verschossen, weißt du so? Also, ich bin nicht Fantafie, ich kann nicht noch ein MTV am Plug machen, ne? So, und, ja, es ist schon, also, und so siehst du, das war ja bei dir auch so, es war zu dem Zeitpunkt das größte Projekt, das wir je auf die Beine gestellt hatten und ich je auf die Beine gestellt hatte. Und es hat wirklich Ausmaße angenommen. Also wir waren 28 Leute auf der Bühne plus die Feature-Gäste und natürlich dieser ganze Apparat, der auch an so, ne, wir haben in 3 Tagen das gemacht,
mit Proben, Stellproben und so weiter und der da ablief und ne, also ne, alles, was da hinter den Kulissen passiert, dann kam Fab Five Freddy noch an und wir mussten sozusagen noch eigentlich so einen B-Dreh machen, an dem wir diese ganze Radioshow noch gefilmt haben und du hast mich ja auch gesehen, ich war also, ich war eigentlich 20% Musiker und der Rest war irgendwie, habe ich mir überlegt, wie sieht das gerade aus, sind alle versorgt, sind, hey, sieht man das Kabel gerade im Bild oder du hast nicht? Auf ist alles geachtet auf jeden Fall. Einstellung gerade da und du kennst ja diese Momente, insofern oder allein so, ich meine, das ist für uns Musiker, keine Ahnung, auch so ein Ding. Du wirst halt mit so einem Fahrservice abgeholt. Vom, weißt du, ich kam von irgendwoher geflogen auch noch, weil wir hatten in Köln geprobt und musste dann direkt da rausfahren nach Köpenick in die Leperstraße und dann wartet da irgendwie und ich komme mit Joy und meinen Söhnen rausgelaufen aus dem Flughafen und dann steht da so ein Mercedes-Bus und da steht mein Name drauf, so mit Logo und weißt du, solche Dinge, du kennst es ja auch. So, und das sind so irgendwie Sachen, die sind irgendwie total unwichtig und gleichzeitig denkt man so, okay, krass, irgendwas ist gerade so fish. I mean, we're that franchise right now. So, das ist so, weißt du, das ist gerade so ein Moment, das kann ich verstehen auch daran, was du sagst, dass man denkt so, es ist dieser eine Moment, an dem man das so, also das Werk im Rücken hat, das Standing und die Power gerade in seiner Plattenfirma und einfach das Know-how darüber, wie man sowas exekuten kann und das kommt zusammen und das ist schon so ein sehr crucial Punkt im Leben und ich glaube nicht, dass der super oft, man macht andere Sachen und das kommt einem zugute, dass man schon Projekte gemacht hat, die groß sind und aber ich habe das schon auch immer wieder, so dass ich denke, okay, das war jetzt schon krass. Ja. Du hast mir nach meinem Unplugged, ich weiß nicht, ob an welchem Abend, an einem der beiden Abende, wo du da warst, glaube ich, auf jeden Fall für mich das eins der Komplimente gemacht. Wirst du ja selber erinnern, so wenn man sowas, so ein Ding macht, jeder gibt einem ja ein Kompliment. So. Und deins und von ein, zwei anderen Leuten sind so die, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Und du hast mich auf jeden Fall, ich habe die Metapher zuerst nicht verstanden, weil du hast mich mit Kobe verglichen. Du meinst irgendwie so, hey, du bist wie Kobe. Und ich so, ich spiele nicht so geil Basketball. Und du meintest aber nie darauf bezogen, dass irgendwie einfach unter so, when the pressure is on, so je mehr Pressure von außen, so und je krasser der Rahmenumstand, so desto besser performst du. Genau. Und das war auf jeden Fall was, was ich irgendwie sehr, sehr zu schätzen gewusst habe und was ich auf jeden Fall auch zurückgeben kann, weil du auch, also ich glaube, du wirktest gestresster quasi, weißt du, für Außenstehende bei deinem Unplugged, weißt du, also für Außenstehende, die da waren, meine ich, ne? Nicht auf dem Film, sondern einfach, war einfach die ganze Zeit gechillt, weil ich gekifft habe. Weißt du? Ich habe mich nicht so stressen lassen von dem Rahmen. Nee, aber das ist schon deine Qualität. Also deine Qualität ist, dass man dir den Druck und das Außenrum nicht anmerkt oder dass du es schaffst, in den Moment zu gehen. So. Und das merkt man an deinen Freestyle-Sachen, du kannst dich einfach frei machen. So. Und das ist eine, ich kann oft in solchen Situationen dann sozusagen diese multiplen Filme, die da ablaufen, nicht bündeln ins Musiker sein. Das ärgert mich dann manchmal, weil dann stehe ich da mit so viel Hunger und wir performen Berlin-Tel Aviv und ich will eigentlich nur der Typ sein, der diese Story gerade transportiert und merkt gerade so, ich bin bei ihm, ey, wie kommt sie gerade raus und ey, Kamera, ich habe mir das so vorgestellt. Ja, und, das was die Streicher, wir haben es einmal geprobt, so haben die ihren Einsatz und merkst so, ey, fuck, ich krieg sozusagen diesen Tunnelblick, bekomme ich nicht hin und das ist, ich habe keine Ahnung, bei Kobe, es gibt eben diesen Film über Kobe jetzt, die letzte Doku, wo es auch nochmal geht um dieses Abschlussspiel, das er spielt. Und wo er, am Anfang hat er diese Nervosität und verhaut die ersten Dinger und dann sagt er, ey, es geht jetzt so, das ist mein Moment und ich kann ihn mir jetzt nehmen und ihn für mich so zu einer Erinnerung machen, die bleibt oder ich kann es verhauen und dann macht er halt einfach nochmal diese unglaublichen, weiß nicht, 45 Punkte in seinem letzten Spiel oder irgendwas und kommt in so einen Fluss rein. So. Und ich habe dich beobachtet bei deinem Unplugged und habe gedacht, okay, du hast es einfach geschafft, sozusagen mit aller Hingabe und aller Sorgfalt und allem aufreibenden Dingen, die dazugehören, so diesen Abend zu kuratieren für uns alle. Und jetzt ist aber gerade nur Sammy auf der Bühne und macht halt sein Ding. So. Und das wusste ich sehr zu schätzen, weil ich eben auch weiß, so wie es eigentlich ist. So. Ja, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich eben immer der Dude war, der, weißt du, immer alles in meiner Show ging immer um mich. Du warst ja auch oft einfach der Typ, weißt du, der dann
weißt du, ein paar Songs mal der Moderator war und immer nur die genau. Leute raufgeholt hat und genau. irgendwie so diese Einzelverantwortung genau in der Rolle, genau. die ist mir eben gar nicht so als extra Ding bewusst, ja. sondern das ist eh so das What I Do. Aber, also ich glaube, das ist für mich eben auch eigentlich aber so, also ich sehe eben meine Qualitäten auch eher sozusagen in diesem gesamtheitlichen Ding, also diesen Raum zu kuratieren, in dem und das zusammenzustellen, in dem irgendwie Musik entstehen kann und irgendwas ganz Spezielles und ich kann da einen kleinen Teil als Performer beigeben, zumindest in meiner Vorstellung, aber eigentlich bin ich mehr der Kurator. So, und das, auch, weißt, und wenn das wir war eben auch der, genau. Zurückgehen auf den Anfang unseres Gesprächs. Genau. So, ich habe irgendwie, das ist die Rolle, die ich immer gesehen habe, so dass ich bin als Performer, so glaube ich, ich habe mich immer gechallenged dadurch, dass ich mit den Besten auf der Bühne war und FK Allstars war irgendwie auch Gentleman und Afrop und eine Joy und eine Brooke und eine Deborah und ein Sekou da, die immer sozusagen, also es war klar, so man spielt schon mit den aller, du kamst vorbei oder ne, so mit den Leuten, die wirklich sozusagen so die Besten sind in ihrer Zunft zu dem Zeitpunkt an diesem Ort. Und das war, daran bin ich auch immer gewachsen und habe meinen Teil so reingeben können, aber ich habe mich immer viel mehr verstanden als der, der irgendwie so eine künstlerische Vision hat. Für mich ist das irgendwie der Backdrop genauso wichtig wie irgendwie das Gitarrensolo oder so. Also eben auch so eine, glaube ich, einen sehr audiovisuellen Ansatz. Also ich sag, es muss irgendwie alles da sein, deshalb... Ich kann dann irgendwie nicht, wenn da ein Kabel rumliegt und ich denke so, ey, wir haben gerade diesen Topshot, wir haben den 100 Jahre eingerichtet und jetzt hat irgendein, keine Ahnung, Hiwi hat gerade dieses Kabel da liegen, dann denke ich so, fuck, ey, wir haben es doch gerade, haben es doch eingerichtet so. Und das geht natürlich manchmal zu Ungunsten dieses Momentes und dieser Performance und dem, was eigentlich wichtig ist, dass man sagt, ey, es geht am Ende nur um dieses Transportieren von Emotionen, von Dasein und von einfach Jetzigkeit. So. Und das sehe ich bei dir in allem, was du machst. Das ist, du bist halt einfach da, wenn du, also und es geht um diese eine Sache und das macht es unglaublich zwingend für mich. Als ich jetzt auch bei deinem Konzert, um nochmal darauf zurückzukommen, und generell eigentlich so das letzte, die letzten zwei Jahre so, sehe ich so, wenn ich so die Szene angucke und dann auch dein Konzert war auch ein Indikator so dafür, dass es wirklich gefühlt das erste Mal so einen krass fühlbaren Generation Gap für mich gibt. So einmal von dem Gefühl, wie wenig teilweise von unseren Projekten bei jungen Leuten ankommt. Weißt du, einfach, weil sie es nicht auf dem Radius haben, weil die teilweise nicht mal wissen, wer wir sind. Und auf der anderen Seite eben, wie alt auch das Publikum ist, ne? Also gerade bei deiner Show wirkt es dann noch älter quasi, weil es saß irgendwie, ne? So. Ja. Und eigentlich auch einer von den Gründen, warum ich diesen Podcast machen will und warum ich hoffe, dass viel mehr Leute Podcasts machen und irgendwie Plattformen schaffen. So, ich finde irgendwie, gerade jetzt gibt es super wenig Plattformen für all das, was vielleicht krasse Kunst ist, aber vermeintlich, weißt du, also wenn du nicht gerade den Streaming-Hit hast und nicht in der Playlist bist, so es gibt nicht mehr diese Stefan-Raab-Shows oder weißt du, irgendwie so halbwegs coole Plattformen, wo man im Fernsehen spielen kann. Ich weiß nicht, ob du irgendwie überhaupt Fernsehen zu deinem Album gemacht hast. So, was denkst du? Gemacht, das war auch cool. Ja. Aber es ist natürlich genau, zahlt genau daran ein, dass noch mehr ältere Leute das ganz nett finden und es trotzdem nicht kaufen, weil sie halt nichts mehr kaufen und die Jungs nicht mitkriegen. Ja, was denkst spannend, du so zu dieser Zeit, so im Sinne so von, was kann man tun, um irgendwie, weil ich denke, es gibt eben genug Leute da draußen, die eigentlich auch Lust auf gute Kunst haben und die es wirklich einfach nicht mitkriegen. Ne? Also die kriegen deine Sachen mit, wenn sie deinem Channel folgen und dann meine, wenn sie meinem Channel folgen, aber so was. So wie das ist interessant. Auf jeden Fall, also diese Zeit, in der sozusagen das gebündelt und kuratiert stattfand an einem Ort so und sich daraus alles gespeist hat, sozusagen was Kanon, kultureller Kanon war, die gibt's so nicht mehr. Und trotzdem, also erstmal finde ich, dass es gute Sachen auch gibt von 19 bis 25-Jährigen, unbestritten. Aber ich rede so über die eben Plattformen, die es darstellen, weil so die jungen Plattformen, die hauptsächlich auf diese Art von Musik fokussiert sind, so die interessiert ja eh nichts anderes außer das. Und da ist ja auch auf der Fokus nicht die Musik, sondern es ist Skandale drumherum. Und es ist ja auch einfach viel so Sensationspresse und wenig Plattform, ich einfach als Künstler auch, sich zu präsentieren. Ich finde es auch eine interessante Zeit. Ich finde es natürlich eine Zeit, in der man sich immer und jeder Künstler wünscht sich das für sein Album, weil wir geben da eben viel rein und viele Jahre und Sorgfalt und wünschen uns natürlich immer diesen Scheinwerfer dann, wenn es kommt. Und
Es ist ein bisschen, wie du sagst, dass es so ein bisschen in die Nische getrieben ist und dass man so ein bisschen so Preaching the Choir macht. Man spielt es aus auf seinen Seiten und erzählt es den Leuten, die es eh schon wissen, und ja, alle anderen kriegen es nicht so mit. Ich glaube, dass wir natürlich trotzdem in dieser privilegierten, wenn ich so nennen will, Situation sind, dass wir ein Live-Publikum haben, dass es sich definitiv darüber immer transportiert. Auch nochmal, dass wir Festivals spielen und da irgendwie Interaktion auch mit anderen Publika oder so stattfindet, Leute, die eigentlich wegen anderen Sachen da sind. Das ist jetzt vielen jüngeren Bands, glaube ich, genommen, so dieses. Ja, und ja, also trotzdem würde ich mir das natürlich auch wünschen, dass es weniger formatiert ist. Oder, also ich glaube, wir kommen schon auch aus einer Zeit, und es ist uns bis heute wichtig, dass wir irgendwie nicht nur Songs droppen, was auch Spaß macht, sondern dass wir irgendwie eine Schaffensphase abbilden und die irgendwie bündeln in irgendein Narrativ. Wir nennen das Album, in dem wir sagen, so, das ist das, womit wir uns befasst haben die letzten 2 Jahre oder so. Ja. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch zurückkommt, weil es, glaube ich, schon auch eine Sehnsucht danach gibt, sozusagen mehr von einem Künstler zu kriegen. Und ich merke es an mir, so, ich höre mir immer noch Alben an. Ja, ich auch irgendwie, total. Ich muss Burner Boy und so, ist ein bisschen das letzte Jahr so an mir vorbeigegangen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen nachgearbeitet, auch während der Corona-Zeit, und habe mir einfach, African Giant, ich will dann nicht irgendwie die Playlist, Burner Boy Plays, ich will das Album hören und ich will verstehen, warum das jetzt gerade sein Album ist. Ja, und dann warum die Reihenfolge so ist. Und dann will ich das davor hören und wissen, warum das davor so war und was er anders gemacht hat. So, und das ist für manche Leute vielleicht total uninteressant, für mich ist es nach wie vor interessant, und irgendwie habe ich schon die Hoffnung, dass es auch Fans gibt, die das so rezipieren wollen, und dass es deshalb auch irgendwie zurückkommt. Ich kann das genau, dass du Alben hörst, auch extrem an deinem Album raushören, weil es eben wirklich auch ein Album ist, und im Gegensatz zu allen anderen, also du hast ja nicht so viele Alben gemacht, dass man jetzt sagen könnte, ich will dir jetzt nicht so eine Eminem-Masche unterstellen, weißt du, der so Rihanna-Hits, weißt du, der eigentlich immer ein geiler Rap, weißt du, der Überrapper war, aber dann immer die eine wacke Single hatte, so. Aber du hattest schon bei jedem Ding immer so diese Sure-Shot-Dinger, weißt du, in den ersten Jahren würde ich sagen, sehr kredibile, so, und ich fand eher, dass das Porzell-Ding war so für mich das erste Mal, weil ich hatte ja auch den Beat, weißt du. Also das war ein Beat, den ich für Megalo gemacht hatte. Genau. Dann hatte er da nichts drauf geschrieben, dann hatte die Medien gegeben. Ich hatte mal was angefangen, ist auch nicht so richtig materialisiert. Und dann so, war schon jetzt nicht so, dass mir die Nackenhaare hochstanden, aber war schon so auf, okay, er hat einen Sure-Shot gemacht. So. Und bei der Platte hier war es einfach so krass. So, also das Ding mit Treibmann, ich finde es voll hittig und so. Aber so, nicht für die Zeit, Es war so... Ja. Gut, ein bisschen mehr hätte ich mir schon versprochen, also auch von das Wenigste mit Joy und so, wo ich dachte, okay, also ich finde das einen tollen Song, total, aber ich finde, das darf auch mal. Aber die poppige Größe, die es eigentlich fürs Radio gebraucht hätte, kommt da ja auch erst zum Schluss, weißt du? Es ist trotzdem, also obwohl es einen Moment davon diese Radiogröße hat, ist es nicht so formatgerecht produziert. Nee, und das war mir irgendwie wichtig. Da habt ihr eben so, da weiß ich eben noch gerade bei dem Hallo-Welt-Ding, dass du eben schon, weißt du, so, da habt ihr irgendwie die Moves gemacht, so, und dann seid ihr auch noch mal da zum Marek und, weißt du, der das gemischt hat. Und also da hast du auf jeden Fall dieses Single-Thema, war dir eindeutig bei dem Album gefühlt, also aus meiner Wahrnehmung als Fan, wichtiger auch. Als jetzt. Es wäre auch Quatsch zu sagen, das wäre nicht so gewesen. Es war trotzdem so, dass ich kann nichts rausbringen, wovon ich denke, ich mag es in dem Moment, in dem ich es mache. Genau. Aber und ich hatte auch mal einen Moment damit, und wir haben ja den Beat zurückgeholt. Ich habe irgendwann drauf geschrieben und hatten einen guten Verse, und wir hatten immer diesen Kanye-Moment mit diesem Ding, und Kanye war für mich dann so, okay, Kanye würde da Bon Iver draufnehmen auf so ein Ding, wer ist Bon Iver hier? Okay, Poiseuille kann das stehen, und dann kam was zurück, was halt so, ne, die deutsche Version, die deutsche davon, Variante von dem war, und dann war ich auch erst so, okay, macht man es oder macht man es nicht, aber ich dachte, der Typ ist in sich, sozusagen so, also der meint es hundertprozentig, und das ist sozusagen, da passt kein Blatt dazwischen in dem, was er dann Emotionen sozusagen transportieren will und was es nachher ist, dass ich eher das mir so aber das ist ja auch nochmal interessant, weißt du, dass das jetzt nicht so, du saßt dann neben ihm und hat das geschrieben und du so, oh ja, genau so, sondern dass er erzählt. Nee, ich hatte auch diesen Moment, dass ich dachte, okay, wow, interessant, wie das funktioniert, weil es funktioniert ja eher so mantrisch und sehr gleichförmig in der Melodie. Ich hatte auch einen viel größeren Bogen im Kopf, weißt du ja auch sozusagen, was da war. Da war diese Autotune-Melodie drauf, die einfach so super genau hittig. Und es war ein Prozess dahin und sich darauf einlassen, aber
Und auch natürlich das Gefühl, okay, das kann ein durchschlagender Song werden. Und trotzdem war es auch eine musikalische Annäherung. Also es war jetzt nicht so Augen zu und durch. Ja. Ne? So. Und trotzdem war das Album für mich total wichtig, weil es 2012, ich war 39 so, es war für mich schon, ich hatte ein Singer-Songwriter-Album davor gemacht, das hatte irgendwie 30.000 Platten verkauft und ich hatte irgendwie... Was jetzt ein Mega-Erfolg wäre, aber ich hatte irgendwie kurz auch dieses Ding gehabt, wo wir in Österreich standen und dann waren mal 190 Leute auf einer Show oder sowas und dachte, okay, also wenn ich das jetzt weitermachen Reality will, Check, so, dann muss ich irgendwie auch so, irgendwie, ich kann jetzt nicht ein Singer-Songwriter werden, ich will irgendwie, das ist mir auch zu anstrengend, wenn die Leute nur noch... Das war was du rauslassen wolltest. Ja, nur noch sitzen, ja, es war, hatte viele Gründe, das zu machen. Und es war vor allem, ich konnte kein Rap-Album machen, weil ich diese Gewissheit gar nicht hatte, irgendwie, dass ich da vorne stehen will und den Leuten irgendwas präsentieren kann, was sie irgendwie von mir hören wollen, sondern es war irgendwie auch der Ausdruck. Und danach kommst du aber organisch auch wieder zurück, als es genau, dann, als dann es durch hat. Und zwar hatte das mit dir zu tun auch, das muss ich auch noch sagen, so. Das und das hatte ich dir damals gesagt, aber es ist gut, dass wir drauf kommen, weil ich habe natürlich auch Schwarz-Weiß gehört und A, war es für mich so dein kohärentestes Album und ich mochte zwei Sachen unglaublich daran, dass du so dich als Songwriter unglaublich entwickelt hattest und dass du trotzdem darin dir erlaubt hast, auf dein Skillset zurückzugreifen und an bestimmten Punkten dich für die Musikalität zu entscheiden. Sozusagen, ey, ich schreibe Texte und ich mache das auf einem bestimmten Niveau und ich verfolge auch eine Songstruktur, aber manchmal ist es auch einfach nur gut, wenn es irgendwie weitergeht. So. Und das hat diese Gewissheit, so ne, bei Poesie-Album oder so, dann einfach noch zwei hinterher und dann wird es weggelacht und fertig und in Refrain. Und das hat irgendwie, da habe ich gemerkt, okay, cool, wir machen, und das ist auch eine Zeit vor Kendrick und so weiter und vor wirklich diesen Double-Time-Sachen, die Komplett- und Trap-Sachen, wo eigentlich das Skillset, den wir hatten mit 1997 bis 99, wo der immer noch das Maß der Dinge war. Ja, stimmt. Und ich habe gemerkt, okay, das ist mein Skillset. Also ich kann Double, Triple Rhymes, ich kann diese Patterns, fällt mir nicht schwer und ich bin da immer noch einer der Lyricists da drin. So, und auch wenn ich darin sozusagen mich manchmal entscheide für den Fluss und gegen die Peitsche, ist es immer noch auf dem Level, der gerade das habe ich mir bei dir abgeguckt, so ein bisschen für die Platte. Und das hat es mir irgendwie leichter gemacht, die Platte zu schreiben, weil ich gemerkt habe, so geh mit dem, was du, also bleib in Bewegung so und bleib im Fluss beim Songwriting und schmeiß nicht alles weg, nur weil du jetzt nicht, weil du die Dendemann-Formel gerade geknackt hast auf jedem Vierer. Apropos bleib im Fluss beim Schreiben, ich habe auch gesehen, irgendwie irgendein Post auf Instagram, entweder von Maxim oder von dir, dass sie auch irgendwie jetzt wieder am Schreiben war, da saß du direkt angeknüpft und bist direkt wieder an neuen Sachen. Ich habe ein bisschen jetzt so zwischendurch mache ich Sachen und ich hatte Lust auf eine Sache und hatte was geschrieben und jetzt mit Maxim mache ich es gern so, dass ich, wenn ich ein bisschen, also mal Refrain und eine Strophe habe, dass ich ihn so reinhole und sage, ey, wie findest du und hast du, weil er einfach als Songwriter wirklich, und das ist, was ich total schätzen gelernt habe, ist Songwriting im klassischen Sinne, dass man die Sachen wirklich, also im Beatles-Sinne sozusagen prüft auf so, ey, passen die Parts und lösen die sich richtig auf und ist der Refrain eigentlich wirklich die Kumulation dessen, was man in den Strophen anbahnt und ist es schon die Formel, auf die es zusteuert und das finde ich was total wertvoll ist und was mir auch für das Coole ist auch, glaube ich, für uns beide total cool, für mich noch wichtiger, dass sich das Rap-Ding auflöst in so ein Sing-Sang-Rap-Ding, also du kannst wir dürfen irgendwie viel melodiöse Sachen machen und das geht mehr in Richtung Songwriting total, dadurch auch, dass man auch mal eine Bridge macht oder eine Pre-Hook, die hinführt zu was und da ist er für mich ein super guter Anspielpartner. Ja. Wie war eigentlich dieses Gefühl, weil das, ich hatte auch immer irgendwie viel Zuspruch von Frauen, aber wie war dieses Gefühl, weil du, also oder nimmst du es selber so wahr, dass du so der Frauenschwarm der Rap-Szene warst, hat das irgendwie dich in irgendeiner Form so geprägt und auch die Art, wie du an Musik rangegangen bist, zu wissen, dass so ein großer Teil der Fanbase weiblich ist, das habe ich auch so noch niemanden je gefragt. Also interessant ist so, dass ich nicht, ich war kein begehrtes Kid so. Ich hatte wirklich zwischen 15 und 19, zwischen 12 und 14 war ich eher frühreif, also hatte schon eine Freundin und dann hatte ich so einen richtigen, war ich so halt so ein chubby, babyspeckiger, rotbackiger, rothaariger, nappy Kid halt so.
der so total, glaube ich, so nett genug war, um dann immer so der beste Freund zu sein. Und dann haben doch meine Homies das Rennen gemacht. Ja. Und das ist eigentlich mein Selbstbewusstsein bis heute, Frauen gegenüber. So, das habe ich, bis ich 19 war, erlebt und habe mich nie als dieser Typ empfunden. Und natürlich habe ich, glaube ich, dann als Erwachsener und so eine Transformation gemacht, die Haare wuchsen und mir wuchs Bart und plötzlich wurde das alles ein bisschen verwegener und ich habe gemerkt, okay, das ist irgendwas, das funktioniert auf Fotos und in Videos und da wird irgendwie so eine Marke draus, damit kann ich spielen, aber dahinter ist schon ein Typ, der, also ich bin nie mit diesem Selbstbewusstsein in den Club gerannt, dass ich es jetzt irgendwie, dass ich es jetzt klar mache. Nee, ich meine auch eher so auch auf der Musikerseite sowas. Und auf der Musikerseite ist, ich habe irgendwann gemerkt, so, also relativ schnell hatte ich keinen Bock auf dieses Testosteron, weder im Club, und Stuttgart war auch ein bisschen anders. Also wir hatten eben nicht diese Backpack-Hip-Hop-Clubs, in denen 0711 war ein bisschen so. Und wir hatten Clubs, in denen halt Frauen waren von Anfang an. Und in denen es auch von Anfang an darum ging, dass man zusammen tanzt. Ja. Das war eigentlich die Motivation, in den Club zu gehen, war irgendwie halt so zu tanzen. Genau, und dazu brauchte man irgendwie mindestens 50% Frauen im Club. So, und letztlich auch die Musik, also es war schon, ich erinnere mich auch, es war auch schon 92 so, das Gangster-Album, es kommt irgendwie Daily Operation und alle feiern irgendwie die harten Dinger und ich bin auf Lovesick. Ich mochte das einfach so, es war irgendwie mein Ding, waren immer, auch im Reggae waren immer die Lovers-Dinger. So, das war musikalisch die eine Seite und das andere war, dass ich irgendwie gerne auch Musik machen wollte, irgendwie, die auch für Frauen cool ist, oder? Also zumindest war das mein Approach an Musik, da ist eine gewisse Sexiness drin und es geht irgendwie irgendwie zusammenkommen und um Liebe. Und ich glaube, also ich schätze es bis heute sehr und natürlich auch, da ich das mit Joy zusammen war und wir uns auch Publikum teilen, wurde das auch nochmal, glaube ich, verstärkt, klar, weil ich Teile von Joys Publikum geehrt habe und vice versa. Und da waren eben noch mehr Frauen. Es war so in Anfang der Nullerjahre auch sehr divers so für deutsche Verhältnisse, was ich total mochte, ist jetzt, glaube ich, über diese Voice-Geschichte und dann die Jahre ist es so ein bisschen wieder Mehrheitsgesellschaft geworden, was ich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen traurig finde, weil in Berlin ja auch so das Gefühl, hey, where the peeps at? So. Aber ja, also ich habe das schon gemerkt und ich habe auch gemerkt, um auf die Frage mal einzugehen, habe damit sicher auch gespielt und ich finde, für mich, ich war immer R&B-Fan. So, ja, wir sind ja auch 90er Cats so und für mich war Lauren und Mary und so immer, oder Sparkle und keine Ahnung, Tweet immer so, also musikalisch genauso interessant wie irgendwie die Rap-Alben der Zeit. Ja, für mich auch voll. Ich kenne das aus der Zeit alles aus. Und deshalb habe ich es auch immer irgendwie inneriert in meine Musik. Ja. Integriert. Ey, letzte Frage. Das hat durch mich gefragt, als ich auf deinem Konzert war. Die Eule. Ja. Was ist das nicht die gleiche Eule von OVO? Nee, die Eule ist das Wahrzeichen von Athen. Okay, alles klar, gut. Naja, ja. Aber hat dir schon jemand gesagt, dass die genau aussieht wie diese Eule von Drake? Die Eule ist ähnlich, ja. Ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wollen wir das machen? Aber die Eule ist einfach sozusagen, Eule ist, das ist... Also auf dem Stadtwappen Athens ist die Eule drauf und wir haben eine eigene gemacht und ich fand das... Nee, macht er dann auch total Sinn. Ich war nur wirklich so, weil ich die auch auf dem Artwork, weiß ich, hatte so das Album bekommen und dann, aber er ist die da drauf vorne? Nee, vorne ist dieses Kindheitsbild, mein Bruder und ich. Deshalb, ich hatte die irgendwo nirgendwo gesehen und dann komme ich da hin und dann ist sozusagen der Hauptaufhänger so, nicht so, warte mal. Die Eule ist, wenn man reinläuft aufs Konzert. Ist Max bei Drake gesigned oder was passiert? Alles klar, nee, Mann. Und ihr wart auch quasi die krassesten Trendsetter, weil ihr 3 Tage, nachdem dann irgendwie eure Tour gecancelt wurde, und wart ihr, glaube ich, das erste Livestream-Konzert definitiv in Deutschland oder wahrscheinlich fast weltweit, also weil ihr irgendwie noch in dem noch Tour-Modus wart. James Blunt, glaube ich, war zeitgleich. Okay, aber auf jeden Fall Respekt für den Pioneer-Move, aber wieder ein Pioneer-Move. Richtig, mir war es irgendwie wichtig, weil ich gemerkt habe, das Ding ist eine gute, ja unterwegs. Es ist eine gute Show und alle sind da und wir können das und es sieht so aus, als ob wir irgendwie unverrichtete Dinge vielleicht abziehen müssen. Es war auch noch nicht klar und wir sind nach Leipzig, hatten Freitag Off-Day und haben von der Behörde keine Absage bekommen. Genau. Mussten dann selbst entscheiden, wollen wir Leute oder nicht, und ich habe dann
Freitag tagsüber haben wir organisiert, dass wir ein Streaming bekommen. Und cool. Da hat echt auch Marc und Anna haben da alles reingeworfen, Hammer, Management, Team, um da Leute irgendwie an den Start zu kriegen. Und dann plötzlich hatten wir da 12 Leute stehen, die irgendwie Filmregie und Tonregie und haben dann das letzte Konzert auf der Tour live gestreamt. Und ja, sehr. Es war... War echt schön auf jeden Fall. Schön für mich auch, weil es ist einfach da. So. Und ich glaube für alle, ich glaube, wir haben ja öfters mal, glaube ich, alle so die Überlegung, so wie viel will man gerade raushauen, weil es gibt ja auch keine Monetisierung oft dafür, anders als wenn du jetzt spielst zum Beispiel oder so für irgendeine Marke. Genau, für eine oder Brand. So. Aber ich finde es, glaube ich, trotzdem, also in dem Fall ich finde es generell gut, das zu machen, weil ich glaube, dass es teilt man was miteinander, mit den Leuten, was eh raus muss, so als Musiker. Und gleichzeitig ist es eher so, dass es eine Vorfreude produziert auf das, was dann passiert, wenn man wieder zusammenkommen kann. Voll. Wann kommt ihr wieder zusammen? Wann habt ihr Anschlusstermine? Also oder wir haben, seid ihr auch ja, so also ein bisschen gibt es Sachen das Jahr über auch geplant, von denen wir nicht wissen, ob sie passiert. Also es gibt im November ein bisschen Sachen, im Sommer gibt es ein paar Sachen. Und die Termine, die ausgefallen sind, die sind auf nächsten Februar jetzt gescheduled, wo wir natürlich alle jetzt hoffen, dass es passiert, aber es auch nicht wissen. Ja, Mann. Lass uns die Daumen drücken, dass wir bald wieder auf die Bühnen können, aber so lange ist ja cool, dass wir ein paar Podcasts für die Leute raushauen. Ey, cool, dass du hier warst. Vielen Dank. Max Herre, offiziell Hochkultur, auch offizielle Wachsfigur, eine Figur, die immer weiter wächst, sich immer weiter entwickelt. Respekt dafür, Bro, für alles, was du für diese Culture gemacht hast und den Way, den du gepaved hast für Afrop, für mich, für so viele Leute und immer wieder Spots auf der Bühne gegeben und einfach, ich denke, das ist auch so ein großer Teil von dem, was sich Leute einfach bei dir abgucken können, so dass das Geben oft zu mehr führt. Weißt du, du kriegst auch mehr. So viele Leute sind so selfish mit ihrem Space auf der Bühne. Der Scheinwerfer wird nicht kleiner, wenn er ihn teilt. So, das habe ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe es irgendwann, habe ich das begriffen. Hammer. Hammer Schlusswort. Max Herre. Danke, mein Lieber.